Hallo meine lieben Kakerlakenliebhaber und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Special-Video. Ich habe euch heute wieder ein Telefonat mitgebracht, was am Stück 2 Stunden läuft. Ja, Wahnsinn. Und außerdem haben wir hier heute das 200. Video schon wieder auf dem Kanal. So schnell kann es gehen. Mensch, die Zeit vergeht aber auch echt wahnsinnig schnell. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Gespräch. Wir haben wieder jede Menge Zeit von den Betrügern verplempert. Das Beste an der ganzen Sache ist, es ist die Martha Ritsch. Also die nette Tante, die wir hier tatsächlich schon ganz oft auf dem Kanal hatten. Und wir haben es geschafft, diese Tante nochmal zu verarschen. Und dieses Mal in einer absolut absurden Länge. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem, naja, nicht ganz kleinen Telefonat. Guten Tag, hören Sie mich? Mhm. Spreche ich mit Hartmut Schimmeldonne? Ja. Mein Name ist Martha Ritsch und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel. Sie haben gerade auf unserer Werbung registriert, ja? Deswegen rufe ich Sie an, Herr Schimmeldonne. Es geht um Onlinehandel mit Krypto, mit Bitcoin. Ja. Okay, Herr Schimmeldonne, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nee, das ist ganz neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt, richtig? Nicht, dass ich wüsste, ja. Okay, Herr Schimmeldorfer, das ist gar kein Problem, ja? Ich bin Ihre Kontoberaterin, Martha Ritsch, und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, ja? Und ich werde weiter informieren, wie es läuft und wie es funktioniert, okay? Hören Sie mich? Ja, ja. Okay, Herr Schimmeldorfer, ja, Sie bekommen, wissen Sie ja vielleicht, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja, Robotersystem, und es bedeutet, ja, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja, kauft und verkauft eigenständig. Sie bekommen von unserer Seite MetaTrader 4 System, ja, und macht mathematische und algorithmische Analyse, ja. Sobald Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen persönlichen Finanzberater zuzuweisen, ja. Was bedeutet das jetzt? Obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten, ja, und mal erklären, wie dieses System läuft, wie es funktioniert, wie können Sie in diesem Bereich Geld profitieren, ja, und helfen und zeigen Ihnen, ja, wie Sie Gewinne erzielen können, okay? Ja, Schimmeldorfer, ja, wir haben 3 verschiedene Kontotypen, ja. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro, ja. Sie haben mir gesagt, dass Sie in diesem Bereich total Anfänger sind. Deswegen am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestem Startkapital beginnen, ja. Aber das ist Ihre Entscheidung, ja, Ihre Wünsche, womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren. Herr Schimmeldorfer, mit 250 Euro können Sie monatliche Kosten bekommen von 10-20%, ja? Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, ja? Denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinnen. Und deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse. Sie profitieren und wir profitieren auch. Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Okay? Mhm. Und wie funktioniert das mit dem komischen Roboter? Bitte? Und wie funktioniert das mit dem Roboter? Dieser Roboter arbeitet ja jeden Tag, ja, 24 Stunden und macht für Sie mathematische und algorithmische Analyse, ja. Und wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater und diese Person wird für Sie Geldmanagementstrategien erstellen und für Sie neue Positionen öffnen, ja. Und Sie können Handelsprozess mit Ihrem eigenen Finanzberater anfangen, okay? Mhm. Und diese Person wird für Sie alles einrichten, ja? Und damit dieser Roboter funktioniert ja jeden Zeit, ja? Und macht mathematische Analyse. Aber Sie brauchen auch fundamentalische Analyse. Und diese fundamentalische Analyse macht für Sie Expert, ja? Ja. Ja. Okay. Und Herr Schimmeldonne, ja, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren, ja? Sie bekommen diese Konto auf Ihrem Handelskonto, danach, wenn Sie Konto aktivieren, ich werde per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja? Und können Sie sofort Handelsprozess anfangen, ja? Und alle Unterstützung bekommen Sie von unserer Seite.
Absoluter Wahnsinn, diese Dame. Ich habe es euch ja schon erzählt. Die haben wir ja schon das ein oder andere Mal auf diesem Kanal gehabt. Mal ganz davon abgesehen, dass, naja, die Wortwahl ist so ziemlich die gleiche, wie sie in jedem Anruf bei ihr fällt. Also keine Ahnung, ob die ihr Skript da immer noch abliest. Auf jeden Fall muss die nette Martha hier schon eine ganze Weile in diesem Callcenter arbeiten. Aber naja, ständig ihr Ja, Ja, Ja und das Gesabber ohne Punkt und Komma, ohne Luft zu holen. Also, tja, da hat man manchmal die Angst hier bei ihr, dass sie das Atmen beim Sprechen vergisst. Okay, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, geht doch erstmal weniger. Mindestes Satzkapital, ja, kleinste Summe ist 250 Euro. Ach so, und weniger? Das ist die Regulation der Börse. Ja, und? Es funktioniert nicht, leider nicht weniger, ja? Das ist die Regulation der Börse, 250 Euro. Das ist die Regulation der Börse, 250 Euro. Ja, das ist ganz schön geschwollener Müll. Denn bei der Börse, da gibt es keine Regularien, wie viel Geld man da einzahlen muss. Natürlich wird die Börse an sich reguliert, von Finanzaufsichtsbehörden, wie zum Beispiel die BaFin. Ja, aber die schreibt euch nicht vor, dass ihr 250 Euro einzuzahlen habt und mit weniger gar nicht starten könnt. Es gibt viele seriöse Plattformen, bei denen man auch weniger einzahlen kann. Grundsätzlich der Sinn davon, den muss man mal woanders hinstellen, weil Sinn hat das nicht, wenn man weniger einzahlt. Aber auch 250 Euro, da braucht man sich auf einer Börse nicht viel Geld erwarten. Da kann man ein paar Euro Gewinn machen. Aber auch die Versprechen sind ja hier immer völlig daneben, dass man mit 250 Euro gefühlt reich werden kann. Auch das ist absoluter Blödsinn und hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, ich mal so. Okay, und warum? Warum? Ja, weil das ist das mindeste Staatskapital, ja, Herr Schimmelsohne, mit 150 Euro können Sie sehr wenig offiziell bekommen, ja. Das ist leider, das ist die Regulation der Börse, ja, wir haben drei verschiedene Kontotypen, wenigste ist 250 Euro, 250 Euro, ja, mit 250 Euro können Sie von 10 bis 20 profitieren, ja, von 10% profitieren, Herr Schimmelsohne. Leider, ja, das ist einfach die Regulation der Börse. In weniger funktioniert es nicht. Tut mir leid dafür. Ach so, und warum kann ich bei Binance dann auch 25 Euro einzahlen und damit handeln? Bitte, wie viel Euro? 25. 25? Nein, das ist unmöglich, Herr Schimmelsohne, ja? Bei uns Kunden handeln mit 250 Euro, 500 und 1000 Euro, ja? Das ist unmöglich, ja? Wir haben zwei Konto, ja? Konto für Anfänger und Plattform für Anfängermenschen und Plattform für professionelle Menschen, ja? Auf professioneller Seite, Menschen handeln allein und mit großer Summe, ja? Mit 100.000 Euro, mit 50.000 Euro, ja? Sie haben mir gesagt, dass sie total Anfänger sind, ja? Deswegen, sie brauchen Kenntnisse und Kenntnisse sammeln, ja, in diesem Bereich. Deswegen, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestem Staatskapital anfangen, ja. Weniger ist unmöglich, ja. Also die Tante labert ja wirklich so schnell und so viel, dass ich ja nicht mal weiß, wann ich einen Cut reinmachen kann, damit die mal einen Schnabel hält. Also es ist schon absolut Wahnsinn, wie oft sie das den gleichen Müll hier eigentlich wiederholt. Es wird ja dadurch nicht besser und sie sagt jedes Mal, es ist unmöglich, an der Börse weniger als 250 Euro einzuzahlen. Nein, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine absolute Falschaussage. Es gibt Handelsplattformen, wo man einfach viel weniger einzahlen kann. Den Mindestbetrag, der tatsächlich der Mindestbetrag ist, den kann ich euch so gar nicht sagen, weil jede Börse oder jedes Handelsunternehmen macht es da ein bisschen anders. Aber unterm Strich ist eins klar, wenn man wenig einzahlt, kann man natürlich auch nicht viel erwarten. Das ist soweit erstmal richtig. Aber 250 Euro machen jetzt den Kohl auch nicht fett. So viel mehr ist es dann auch nicht als nur 150 Euro oder 25 Euro. Da macht man allenfalls 2-3 Euro mehr. Wenigstens ja, bei Binance geht's ja. Ich sage, bei Binance geht's ja. Bei Binance kann ich auch 25 Euro einzahlen. Da habe ich vorhin ein Konto erstellt. Bei Binance ist möglich, ja, Herr Schimmelsohne, ja. Aber unsere Website heißt Inertia Finance. Das ist Plattform, ja. Wo haben Sie ein Konto? Ja, aber gerade hat sie doch noch erzählt, dass das eine Vorschrift von der Börse ist. Also, dass die Börse das so reguliert. Und nur auf einmal akzeptiert das ja doch, dass woanders weniger eingezahlt werden kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, was sie da so von sich abgibt.
Tja, vielleicht sollte sie einfach ehrlich sein und sagen, dass ihr Chef weniger nicht akzeptiert, weil sie den Hals nicht vollkriegen und, naja, ihr wisst's ja. Unterm Strich handelt ihr damit ja nicht. Man tut nur so, als würdet ihr da Gewinne machen. Aber das Geld, das ihr da eingezahlt habt, das landet niemals auf eurem eigenen Konto. Nur auf einem Fake-Demokonto, wo man die Zahl einfach hinschreiben kann. Ja. Und mit 250 Euro können Sie nicht nur mit Krypto, mit Bitcoin kaufen, sondern auch andere Währungen, ja? Und Sie können bei uns mit Aktien handeln, ja? Ich bei Binance auch. Ja, ich verstehe, ja, aber hier Schimmeldonner bei uns mit dieser Staatskapital ist 250 Euro, ja? Und warum so viel? Das, bitte? Und warum nehmen Sie da so viel? Das ist, Herr Schimmeldonner, 250 Euro ist noch nicht viele Summe, ja? Wenn das für Sie nicht viel ist, ich finde das schon viel Geld. Herr Schimmeldonner, leider bei uns funktioniert das nicht, ja? Mindestens Staatskapital ist 250 Euro. Ja, wie viel Bonus gibt es denn bei Ihnen? Ja, wir bekommen von 2-3% ja, von Ihrem Gewinnen, ja? Deswegen, das ist unsere gemeinsame Interesse, wenn Sie Geld bei uns verdienen, ja, Gewinne bekommen, ja? Wir bekommen von Ihrem Profit ein Geld, ja? Nicht 250 Euro oder mit 500 und 1000, ja? Von Ihrem Gewinnen, ja? Ja, und wie viel Bonus bekomme ich? Bitte? Wie viel Bonus bekomme ich? Ja, unsere Firma bekommt Bonus, ja? Ich bin nur Ihre Kontoberaterin und wenn Sie Konto aktivieren, direkt, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater, ja? Wenn Sie auf unsere Werbung, auf unsere Zeit, ja, Geld verdienen, ja? Und gute Erfahrung sammeln, ja? Wir bekommen von Ihrem Gewinn von 2-3%. Und ich kriege keinen Bonus. Bitte? Und ich bekomme dann keinen Bonus, oder wie? In fast 250 Euro von unserer Seite 75 Euro, ja? Und Sie können Ihre Transaktion, Ihre Handelskonto bei uns können Sie mit 325 Euro anfangen, ja? Im Fall des 250 Euro, Sie bekommen von unserer Seite Bonus, ja? Extra Geld, 75 Euro, ja? Und Sie können Ihre Handelskonto, ja? Mit 325 Euro anfangen, ja? Und aktivieren Ihre Handelskonto. Okay? Na, wenn ich 75 Euro Bonus bekomme, dann würde ich würde sagen, dann zahle ich 150 Euro ein. Und dann ist ja mit dem Bonus und war ja dann drüber. Nein. Wenn Sie 250 Euro bei uns investieren, ja, dann bekommen Sie extra Bonusgeld, ja, 75 Euro. Und damit können Sie insgesamt Ihre Handelskonto mit 325 Euro anfangen. Herr Schimmeldonner. Ja, dann verzichte ich auf den Bonus und zahle weniger ein. Ja, Herr Schimmeldonner, Sie sollen zuerst bei uns Handelsprozess anfangen, ja? Wenn Sie bei uns Geld verdienen, Profit bekommen, dann können Sie Ihr Geld auszahlen, ja? Herr Schimmeldonner. Ja, aber am Anfang, Sie sollen Ihr Konto aktivieren und dann bekommen Sie von unserem Bonusgeld. Was ja auch wieder unfassbar schön zu hören ist, dass die Tante eigentlich gar nicht so richtig auf das eingeht, was man sagt. Das bedeutet ja eigentlich auch nur wieder, dass er entweder nicht zuhört oder gar nicht versteht, was ich sie da frage. Tja, das macht natürlich einen super guten Kundenberater aus. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Ja, mit weniger Geld, das ist unmöglich, ja? Das ist aber nicht so schön bei Ihnen. Bitte? Ich sage, das klingt sehr uninteressant bei Ihnen. Also andere bieten da mehr an. Herr Schimmeldonner, ja? Wenn Sie bei uns registrieren, Sie haben überhaupt nichts gelesen, wenn Sie bei uns Kunde registrieren, dieser Kunde weiß ganz genau, ja, dass mindestens Staatskapital bei uns ist 250 Euro. Ja, aber der Bonus ist mir zu wenig. Okay, Bonus, Herr Schimmeldonner, Sie bekommen von unserer Seite Bonus extra Geld, aber Bonus ist monatliche Profite, ja, von 10-20%.
Das ist wenig. Ich verspreche nicht Ihnen, dass ich bei uns Millionen wetten kann, ja? Aber mit Mindeststaatskapital, mit 240 Euro können Sie von 10 bis 20% profitieren, ja? Ich sage nicht Ihnen, dass bei uns können Sie 50% verdienen oder 100% verdienen, ja? Das ist unmöglich, ja? Ich aber sage realistisch, ja, mit 250 Euro, Sie bekommen von unserer Seite zusätzlich, ja, 77 Euro und Sie können handeln mit 325 Euro anfangen, ja, und mit 325 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10 bis 20%. Ist wenig für Sie, das ist wohlrechtliche und monatliche Profite für Sie, das ist extra Geld für Sie. Aber wenn ich jetzt hier, wenn ich einmal 250 Euro einzahle und da 10 bis 20% drauf bekomme, ja? Ja. Dann kriege ich ja, wenn ich die 10 bis 20% gewonnen habe, dann kriege ich ja danach dann die nächsten 10 bis 20% auf den Profit schon, oder? Ja, Sie bekommen, ja. Profit schon bekommen, ja. Natürlich. Aber dann wäre ich ja innerhalb von einem Jahr Millionär. Ja, Schimmeldonner. Ja, ich sage Ihnen, ja, wenn Sie bei uns 250 Euro investieren, ja, Sie bekommen von unserer Seite Willkommenbonus, ja, verstehen Sie, was ich meine? Das ist Willkommenbonus, 75 Euro, ja, und Sie können Ihre Ihre Konto mit 325 Euro anfangen, ja. Und wenn mit 325 Euro können Sie von 10 bis 20% profitieren, ja? Das Bonus profitieren, ja? Sie können bei Im uns. Monat, ja, am Tag oder in einer Stunde? In Stunde ist unmöglich, ja, Herr Schimmeldonner, ja? Sie können wöchentliche und monatliche Profite bekommen, ja? Ja, also es ist wirklich wahnsinnig anstrengend, mit der netten Dame hier irgendwie ein bisschen zu plaudern, denn alles, was sie da so sagt, ist entweder wirr, passt gar nicht zu dem, was ich gefragt habe und überhaupt nicht zum Thema. Und eigentlich dient das alles, was sie dazu sagt, sobald sie den Schnabel aufmacht, nur dazu, dass er das alles in den Himmel lobt. Aber über Risiken spricht die ja überhaupt nicht. Tja, warum wohl? Könnte wohl daran liegen, dass eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht mit eurem Geld dort gehandelt wird, sondern dass die Kohle einfach gleich eingesackt wird. Tja. Natürlich, im Stunde können sie auch Geld verdienen, ja, aber nicht von 10 bis 20%, ja? Aber können Sie monatliche Profite bekommen, ja? Ja, mit 300 Euro, ja, zum Beispiel. 300 Euro. Ja. Können Sie... mit 300 Euro können Sie, ja, zum Beispiel 100 Euro profitieren, ja? Und 150 Euro profitieren. Verstehen Sie? Ja, das ist wenig für Sie. Zum Beispiel, wenn Sie mehr investieren möchten, ja, darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzamt sprechen, ja. Wenn Sie je mehr investieren, desto mehr profitieren. Ist ganz logisch. Aber mit 150 Euro, was meinen Sie? Können Sie viel Geld verdienen? Das ist unmöglich, ja. Aber Sie müssen extra Geld haben, ja. Und das ist gut für Sie. Und wo, ja, und wo mit 200 Euro, mit, genau, Sie, mit 60 Euro, mit 60 Euro auf der Binance, ja, können Sie mit Bitcoin, ja, mit, können Sie viel Geld verdienen. Wissen Sie, wie viel kostet Bitcoin heute? Keine Ahnung. Bitcoin-Preis, wie ist ein Bitcoin? Ja, keine Ahnung, irgendwas mit 55.000 Euro, ja, oder so. Bitcoin gibt, ja, fast 40.000 Euro, ja? 40.000 Dollar. Ja, ein Bitcoin kostet 40.000 Euro. Und wenn Sie bei uns 60 Euro investieren möchten, ja? Was denn Sie? Sie können viel Geld damit verdienen? Das ist unmöglich. Na, unmöglich? Ja. Und ich verspreche nicht Ihnen, dass mit 250 Euro viel Geld profitieren kann, ja? Aber können Sie extra Geld bekommen? Und wo kommt das Geld her? Bitte? Wo kommt das Geld her? Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja? Auf unserer Website. Sie haben ein Konto bei uns, ja? Auf unserer Website heißt Investia Finance, ja? Und Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja? Sie investieren, ja? Dieses Geld auf Ihrem Handelskonto. Das ist nicht Zahlen, ja? Sie investieren und Sie haben Kontrolle über das Geld.
Das ist wieder ihr eigenes Geld, ja? Und ohne ihre Erlaubnis machen wir gar nichts, ja? Na, und wo kommen die Gewinne her? Bitte? Die Frage war, wo die Gewinne herkommen. Okay, sagen Sie mir bitte. Herr Waldeck, Sie bekommen, Express wird für Sie neue Programme eröffnen, ja? Wo können Sie Geld profitieren, ja? Unsere Zeit heißt Inertia Finance, ja? Wo haben Sie Handelskonto und Sie können alles lesen, nachschauen, ja? Wie läuft dieser Prozess und wie es funktioniert, ja? Steigt die Preis von Bitcoin oder sinkt, ja? Sie können alles kontrollieren auf unserer Website, ja? Und außerdem, Sie bekommen von unserer Seite andere Programme, ja? Und Expert wird für Sie andere Programme einrichten, okay? Und wo können Sie Geld profitieren, ja? Und mit 250 Euro können Sie verschiedene Währungen kaufen, ja? Nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum, chinesische Coin, ja, diese Währungen hat zurzeit, ja, gerade große Potenziale, ja, womit können Sie Geld verdienen, ja, zum Beispiel mit 40 Euro können Sie Bitcoin kaufen, mit Resteteil können Sie chinesische Coin kaufen und andere Teil können Sie, ja, zum Beispiel Ethereum kaufen und andere Währungen, ja, Herr Schulmeier, okay? Herr Schimmeldonner, das ist ganz einfach, ja? Sie werden bei uns allein sein und haben Sie, bitte machen Sie gar keine Angst, okay? Alles wird für Sie gemacht. Automatischer Trader und Expert, ja? Für Sie. Aber ja, ich habe Sie schon gesagt, ja? 250 Euro ist mindestens Staatskapital und von unserer Seite bekommen Sie Willkommenbonus, ja? Und womit, insgesamt können Sie Ihren Handelsprozess mit 325 Euro anfangen. Ja. Okay, Herr Schimmeldonner, was haben Sie schon entschieden? Ja, klingt ja erstmal ganz gut. Bei wem sind Sie denn, ich sage, klingt ja erstmal ganz gut. Bei wem sind Sie denn reguliert? Bitte, ich kann nicht gut hören, jetzt gibt es schlechte Akustik. Ja, Herr Schimmeldonner, Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Sie haben nie mit Krypto gehandelt, richtig? Nö, habe ich noch nicht gemacht, ne. Ja, okay, perfekt. Okay, Herr Schimmeldonner, haben Sie schon entschieden, möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen? Ja, klingt ja erstmal soweit ganz gut. Über wen sind Sie denn reguliert? Ich verstand. Ich sagte, das klingt erstmal ganz gut. Und dann noch eine Frage, über wen sind Sie denn reguliert? Okay, Herr Schimmeldonner, über alle Details, Experten, werden Sie Information geben, ja, Herr Schimmeldonner. Ich bin nur Kontoberaterin, ja, und meine Aufgabe ist es, Ihnen nur Ihre Konto aktivieren, ja, und weitere Informationen bekommen Sie von Ihrem persönlichen Finanzberater. Wenn Sie Konto aktivieren, ich werde an Ihrem Berater weiterleiten, okay, Herr Schimmeldonner? Ja, dann verbinden Sie mich bitte mal. Bitte? Ich sagte, dann verbinden Sie mich bitte. Okay, jetzt ist unmöglich. Ja, Sie sollen Ihre Konto aktivieren, Herr Schimmeldonner. Ja, wenn Sie Ihre Konto aktivieren, ja, Sie werden zum Ihrem eigenen Finanzberater weiterleiten, ja. Das ist unsere Regel, ja. Mit Ihrem Expert können Sie in diesem Fall sprechen, wenn Sie haben schon ein aktives Konto. Ja, unsere nette Tante hat ja wieder jede Menge Scheiße aneinandergereiht und das ganz schnell runtergerattert, aber was sie hier eigentlich sagen will, erst Geld einzahlen und dann bekommt man die Informationen, wo die Firma reguliert und registriert ist und wer die Firma überwacht und ob das Ganze überhaupt sicher ist. Tja, und da ist es dann auch schon zu spät, denn wer erst da diese Informationen bekommt, der braucht diese Informationen in der Regel nicht mehr, da man dann ganz genau weiß, dass man beschissen wurde, weil das Geld kriegt man dann nicht mehr raus. Das ist soweit schon mal ganz klar. Aber schon Wahnsinn. Und das Schlimme ist, dass es Menschen gibt, denen es dann auch tatsächlich egal ist und die dann das Ganze da eben an dieser Stelle noch weitermachen. Spätestens hier sollte man bei jeder Firma einfach nur abbrechen. Denn wenn man nicht mal gesagt bekommt, wer diese Firma überwacht und wie das reguliert ist, hier geht es um Geld und nicht um irgendwelches Spielzeug.
Oh Mann, also das ist schon absolut Wahnsinn. Aber sie geht ja auch nicht mal ansatzweise darauf ein. Sie erzählt ja nur, dass sie, ja, sie ist ja jetzt nur zum Aktivieren da. Ja, aber dann will ich doch mit jemandem sprechen, der mir mehr Informationen geben kann. Ich meine, was will die denn überhaupt im Telefon, wenn die mir überhaupt nichts erzählen kann? Und das ist halt eben das Problem in der ganzen Geschichte. Aber hier sieht man halt wieder ganz schön, dass das nur Betrug sein kann. Also kriege ich die Informationen, die ich brauche, um das seriös zu finden, erst nachdem ich Geld eingezahlt habe. Okay, was ist das, wenn ich für Sie wenig Geld, Herr Schimmeltonner? Haben Sie die Frage nicht verstanden? Okay, ich werde Sie Zugangsdaten per E-Mail schicken, ja, unsere Website-Link, und Sie können alles selber schauen, ja, wie es läuft und wie es funktioniert, ja, und ja, schlau lesen, ja. Alle wichtige Informationen. Ich sage, da steht ja nichts auf Ihrer Webseite. Ja, ich werde Sie per E-Mail schicken. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, okay? Nö. Das klingt für mich nach Betrug, was ihr da macht. Ja, stimmt, Donna. Ich werde Sie per E-Mail unsere Website-Link schicken. Und ich... Ja, ich bin doch schon auf der Webseite. Ich werde per E-Mail schicken, ganz kurz an der Linie. Ja, und ich werde Sie per E-Mail... Bitte. Ja, ich bin doch schon auf der Webseite. Auf welcher Webseite sind Sie? Na, irgendwas mit Finanzen. Unsere Website heißt Inertia Finance. Ja, genau. Ja, da bin ich ja drauf. Und ja. Brauche ich das dann jetzt noch und machen Sie bitte einloggen. Drücken Sie bitte einloggen. Ich bin doch eingeloggt. Ja, Schimmeldonner. Ja. Wie war Ihr Name? Bitte schon? Wie war denn Ihr Name? Name? Ja. Meine, oder? Ja. Mein Name ist Martha Rich. Aha. Hießen Sie nicht mal Gabi Winter? Herr Schimmeldonner, was meinen Sie? Ja, Ihr Name war doch vor kurzem noch Gabi Winter. Nein, mein Name ist Martha Rich. Oder Lola. Lola hieß du, glaube ich, auch schon mal. Okay, Sie haben schon mit jemand gesprochen? Ne, mit dir. Du hieß doch schon mal Lola, oder nicht? Nein, mein Name ist Martha Rich. Nein, Sie haben andere Plattform bekommen, ja. Mein Name ist Martha Rich. Ach so. Ja. Hübsch. Herr Schimmeldonner, mein Name ist Martha Rich. Ja. Und ich werde Sie per E-Mail unsere Website-Link schicken, okay? Ja. Und dann? Moment, und Sie können alles selber nachschauen. Ja. Okay. Ihre E-Mail ist hartmut.schimmeldonner@gmx.de, richtig? Ja, Schimmeldonner, genau. Okay, Moment. Okay, aktualisieren bitte Ihre E-Mail-Adresse und ich habe Sie schon unsere Website-Link geschickt. Ich gucke mal. Ich log mich mal ein bei meinem E-Mail-Postfach. Sie sollen von Martha Rich bekommen. Ja. Aber Ihre, aber Sie haben eine andere E-Mail-Adresse, ganz kurz. Ich habe eine andere? Nee. Ihre E-Mail ist hartmut@schimmeldonner@gmx.de. Ja, genau. Aber es funktioniert im Moment ganz Warum gut. Nicht? Ich würde sie nochmal probieren. Ganz kurz, ich würde Sie per E-Mail schreiben. Ja, wir telefonieren ja erst 25 Minuten. Ich habe Zeit. Moment.
Okay. Vielleicht. Ja, ich habe sie schon geschickt. Was denn? Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse? Ach so, die E-Mail, ja. Also, dann muss ich mal mich in meinem E-Mail-Postfach anmelden. Ja, und ich werde für Sie einmaliges Passwort erstellen. Geht auch ein zweimaliges? Einmaliges Passwort. Ah, oh, okay. Okay, Moment. Okay, ich habe für Sie einmaliges Passwort erstellt, ja, das ist großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das soll ich jetzt bei meiner E-Mail eingeben, oder wo? Ja, Sie sollen Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann Passwort. Ja. Ja, großes A, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steht Login fehlgeschlagen. Ja. Haben Sie schon reingelegt? Ja, habe ich reingelegt. Und da steht Login okay. Fehlgeschlagen. Okay, Mom. Aber eigentlich ist ja das Passwort von meiner E-Mail ein ganz anderes. Bitte schön? Ich sage, eigentlich ist doch aber das Passwort von meiner E-Mail-Adresse ein ganz anderes. Ihre E-Mail-Adresse ist, Moment. Hartmut-Schmetterlord.gmxt, ja? Haben Sie geöffnet, ja? Diese Website-Link und Sie sollen Ihre E-Mail-Adresse und Passwort, ja? Einmaliges Passwort schreiben. Ja. Da steht Login fehlgeschlagen. Kaputt. Geht nicht. Herr Schimmeldonner, haben Sie schon reingeloggt? Okay, ich werde Sie alle Zugangsdaten okay, per E-Mail schicken, ganz kurz. Noch einmal. Ganz kurz. Hier an der Stelle habe ich euch mal mit Absicht auch die tolle Stille aus dem Hintergrund mal dagelassen. Ist ein bisschen leiser, als es nachher so wieder gewirkt hat beim Telefonieren, aber gefühlt eine halbe Diskothek da am Telefon. Und unter solchen Bedingungen arbeiten die da. Also ich würde da ehrlich gesagt die ganze Zeit Kopfschmerzen bekommen, wenn es die ganze Zeit so laut auf Arbeit ist, die Leute im Hintergrund alle zu hören sind und die Musik noch läuft. Wobei, man hört die Leute und die Musik auch mal ganz witzig, weil die reden sich ja mal damit raus, dass man dann ja die anderen Mitarbeiter dadurch nicht versteht. Ja, also bleibt ja bloß noch die Partybegründung wegen der Musik da, dass die Mitarbeiter bei Laune gehalten werden bei dem furchtbar kriminellen Job, den sie da machen. Tja, eine andere Begründung fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Es ist auf jeden Fall furchtbar. Okay, ich habe Sie Zugangsdaten geschickt, ja? Wo steht Ihre Benutzername, Ihre einmaliges Passwort, ja? Und unsere Website-Link. Ja, und dann? Ja, und öffnen Sie bitte diese diesen Link und schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Passwort, ja? Und drücken Sie bitte einloggen. Und welches Passwort soll ich da jetzt nehmen bei der E-Mail-Adresse? Da, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich probiere es nochmal. Okay, großes A, kleines B. Nee, da steht Login fehlgeschlagen.
Okay, Moment, ich werde Sie nochmal, ganz gut. Lassen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie neu sind. Das ist ja nicht so schlimm, jeder fängt mal an. Okay, Moment, es war Fehler, großes A, kleines A. Tja, ich denke, ihr habt schon begriffen, worum es hier eigentlich geht. Ich versuche mich in mein E-Mail-Postfach einzulocken. Und die Tante sagt mir jedes Mal ein Passwort. Und ich habe ja auch gefragt, ob ich mich da anmelden soll. Und sie meinte, ich soll ihr Passwort nehmen. Ja, und damit funktioniert das Ganze natürlich nicht. Logisch ist natürlich, dass es hier an der Sprachbarriere liegt und sie dadurch wieder besonders dämlich wirkt. Ja, bei ihr glaube ich, sie ist auch einfach nur dämlich, weil letztendlich, ich habe es ihr ja immer wieder gesagt und sie versucht mir immer wieder ein neues Passwort zu erstellen, kann mich immer wieder nicht einloggen und dabei geht es ja um mein E-Mail-Passwort, da kann sie noch so viele Passwörter erstellen. Ich werde mich trotzdem nicht damit einloggen können, wenn sie mir weiter immer wieder ein Passwort für einen ganz anderen Login generiert. Okay, schreiben Sie bitte noch einmal großes A, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Moment. Ja? Ja, dann steht da Login fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen, oder? Ja. Sie, haben Sie Ihre E-Mail richtig geschrieben? Schreiben Sie mit kleinen Buchstaben. Ja, aber wie gesagt, normalerweise nehme ich ja für mein E-Mail-Login ein ganz anderes Passwort. Ja, Schimmeldonner, ja, auf unserer Website, ich habe für Sie einmaliges Passwort erstellt, ja, und ich habe Sie Benutzernamen geschickt. Okay, ich überprüfe, ob es funktioniert, ja, von meiner Seite ganz kurz. Ja. Moment. Ja, man muss sich ja eigentlich nur noch mal vor Augen halten. Das Spielchen geht hier noch anderthalb Stunden. Und die Tante lässt sich auch nicht abschütteln. Naja, machen wir mal weiter. Hallo, hier lieber Hof. Ja, hi, Kameran, wir haben mit dir schon gesprochen. Okay, also, wir haben sowieso okay, hier Schimmeldonner, Sie sollen Ihre E-Mail ohne Umlaut schreiben, ja, und es funktioniert. Ja, die E-Mail-Adresse ist ja richtig, da weiß ich, wie man die schreibt, aber das Passwort ist normalerweise ein anderes, Ihre Passwort ist großes A, kleines B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Großes A, kleines B. Ja, habe ich. Und dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, nochmal langsam, dass ich das nicht falsch tippe. Okay. Großes A, kleines B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ging jetzt ein bisschen schnell. Was kam nach der 2? 2, 3. Dann kommt 3. Ach ja, und nach der 3? Ja, 4. Okay, und dann? 5. Ja, habe ich. Und dann? 6. Okay, und dann? Fertig. Wahnsinn. Fertig. Okay, habe ich geschrieben, ja? Ja, und wo können Sie bitte einloggen? Na, bei mir steht nur Enter. Ist Sie noch denn Enter? Nee, ich versuche mich doch in mein E-Mail-Postfach einzulocken. Nein, okay. Herr Schimmeldorfer, ich habe Sie unsere Website-Link geschickt. Wo können Sie reinloggen, ja? Mit Ihrer Benutzernamen, mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit Ihrem Passwort. Schon, aber vorher haben Sie gesagt, ich soll mich in meinem E-Mail-Postfach einloggen. Da gebe ich die ganze Zeit jetzt Ihr Passwort ein. Na, okay. Sie können nicht auf E-Mail-Adresse reinloggen? Na, mit dem Passwort, was Sie mir geben, nicht, nein.
Ach so, alles klar, okay. Okay, okay. Herr Schimmeldonner, benutzen Sie unter dieser Nummer WhatsApp? Was für ein Ding? Unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp? Was ist das? WhatsApp-Applikation. Was macht man damit? Okay, Herr Schimmeldonner, ja, ich verliere bei Ihnen viel Zeit. Ja, sagen Sie mir bitte, möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen oder nicht? Ja, ja, natürlich. Ja, und was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Was ging dann nochmal? Ich glaube, 50 Euro wollten wir machen, ne? Nein, 40 Euro, mit 40 Euro ist unmöglich. Mindestens das Kapital bei uns ist 250 Euro. Wenn Sie gar keine 250 Euro haben, wir sollen diese Gesprächsstelle beenden, okay? Ach so, ja, nee, ich kann auf jeden Fall mehr. Wie viel kann man denn maximal bei Ihnen einzahlen? Maximal bei uns ist 1000 Euro, ja? Mindestens das Kapital ist 250 Euro. 300.000 Euro maximal. Oder? Nein, 1000 Euro. Für Kontoaktivierung können Sie 250 Euro investieren, 500 Euro investieren, 1000 Euro investieren. Ja. Was okay, ist denn da am besten? Herr Schimmeldonner, sagen Sie mir bitte, ja, ich habe viele Kunden und ich habe keine viel Zeit, ja, mit Ihnen zu reden, ja. Zuerst, sagen Sie mir bitte. Möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen? Ich werde Sie Zahlungsmittel schicken. Womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, ja? Sagen Sie mir bitte. Wenn Sie möchten nicht das, ja, ich soll diese Gespräch beenden, ja, schneller, okay? Ja, natürlich will ich da bei euch Geld reinstecken. Was ist Ihre gewünschte Summe? Sagen Sie mir bitte. Na, wie viel ist denn am besten? Am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestens Staatskapital beginnen, mit 250 Euro. Ach so, aber mehr darf ich erstmal nicht, oder wie? Bitte? Mehr darf ich erstmal nicht, oder wie? Ja, natürlich, Sie können mehr investieren, das ist Ihre Gewinn, ja? Aber darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, ja? Aber für Kontoaktivierung können Sie 250 Euro oder 500 oder 1000 Euro investieren. Ach so, ja. Bitte? Hey, okay, hier Schimmeldonner, ich rede mit Ihnen fast 40 Minuten, ja? Und sagen Sie bitte, haben Sie schon entschieden, womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Ja, natürlich, ja. Klingt gut. Sagen Sie mir bitte das. Ja. Oder was soll ich sagen jetzt? Okay, ich bin Kontoberaterin. Wenn Sie bei uns Konto aktivieren möchten, Ich werde Ihnen helfen und zeige Ihnen, ja, wie Sie können Ihre Transaktion aktivieren. Wenn Sie möchten, das ist, ich muss dieses Gespräch schnell beenden. Sehr interessant, wie viel sie jetzt hier schon wieder anfängt zu drängeln. Vor allem, sie soll das Gespräch dann beenden, wenn man dann nicht schnell genug ist. Tja, das ist natürlich auch unfassbar nett. So begegnet man, glaube ich, keinem normalen Callcenter. Denn ein normales Callcenter würde, ja, irgendwas Vernünftiges sagen, um euch loszuwerden. Ja, aber nicht, dass man andere Kunden für wichtiger empfindet. Ich nehm das. Bitte? Ja, ich mach das. Was machen Sie das? Na, so wie Sie das sagen, mache ich das. Okay, was ist Ihre gewünschte Summe? Sagen Sie mir das. Ich nehme 500. Okay, 500. Okay, hier Schimmeldonner. Welches Kreditkarte benutzen Sie? Visa oder Masterkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Ich habe eine Dongxuang-Karte. Geht die auch? Bitte? Ich sagte, ich habe eine Dongxuang-Karte. Geht die auch? Nein. Haben Sie Visa oder Masterkarte? Warten Sie mal, ich guck mal, was da drauf steht auf der Karte. Da muss ich mal ans Portemonnaie, weil die braucht man ja so selten. Ja, bitte. Da gehe ich mal gucken. So, Moment. Da steht Visa drauf. Visa, okay. Sie können mit Visa-Karte Ihre Konto aktivieren, ja? Das ist gar kein Problem. Ja. Herr Schimmeldonner, damit können, wenn Sie, ja,
Sie benutzen diese Visa-Karte offen, ja? Damit machen Sie Transaktionen, ja? Offen vielleicht. Und auf Ihrer Visa-Karte ist Reisesicherheitsnummer Code aktiviert, richtig? Was ist das? Okay. Reisesicherheitscode, damit Sie Ihre Transaktion Geld überweisen, ja? Ja. Benutzen Sie diese Visa-Karte, ja, offen? Die habe ich schon mal benutzt, ja. Okay, und auf Ihre, diese Visa-Karte gehört auf jeden Fall Ihnen, ja, richtig? Sie sind Besitzer, ja, von Ihrer Visa-Karte? Ich sag mal ja. Okay, perfekt. Herr Schimmel-Donner, ja? Ich werde Sie per E-Mail eine einmalige Zahlungsmethode schicken, okay? Womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen? Okay? Ja. Okay. Moment. Ganz kurz an der Linie. Sie machen das ganz prima. Okay. Ich habe Sie Zahlungsmethode geschickt per E-Mail. Ja. Öffnen Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Sie sollen diese E-Mail von Matarić bekommen. Also mache ich jetzt das E-Mail-Postfach erstmal auf. Bitte? Ich sagte, dann mache ich jetzt das E-Mail-Postfach auf, ja? Ja. Da gebe ich aber jetzt nicht Ihr Passwort ein, sondern meins, ja? Okay, Herr Schimmeldorfer, ja, wenn Sie können nicht Ihre Passwort erinnern, ja, wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchführen. Ob es möglich für Sie? Na, die Frage war ja, da packe ich jetzt mein Passwort rein, nicht Ihres, ne? Das andere sonst. Ja, Ihre Passwort, ja. Moment, dann mache ich das schnell, kleinen Moment, da muss ich mal gucken, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Okay. So, jetzt bin ich da eingeloggt und okay. Jetzt muss ich erstmal die E-Mails runterladen. Da ist noch nichts da von Ihnen. Wie heißt die E-Mail-Adresse, mit der Sie das geschrieben haben? Matarić. Ich guck mal nochmal. So, und dann haben wir sie ganze 5 Minuten warten lassen. Tja, bevor ich hier gerade was gesagt habe, habe ich sie auch schon mal 2 Minuten warten lassen. Die Frau ist echt geduldig. Und das, obwohl sie die ganze Zeit immer wieder betont, dass sie gar keine Zeit hat und auflegen soll, wenn das zu lange dauert mit den Kunden. Tja, das ist natürlich auch immer so eine ganz, ganz nette Aussage, ne? Wenn denn angeblich aufgelegt werden soll, wenn es zu lange dauert, dann frage ich mich, wozu ruft sie eigentlich an? Denn sie sagt ja auch, sie ruft an, um hier zu helfen. Naja, aber eigentlich, anstatt zu helfen, verwirrt sie die Kunden nur und, naja, Antworten hat sie ja auch nicht, wenn man ihr Fragen stellt. Tja, von daher, eigentlich liegt es vollkommen auf der Hand, was wir hier für ein Unternehmen an der Hand oder am Telefon haben. Vollkommen logisch. Jedes seriöse Unternehmen würde definitiv anders arbeiten als die hier. Nee, da ist keine E-Mail-Adresse gekommen. Bitte? Da ist nichts gekommen. Ich habe sie schon geschickt. Schimmeldonner, ja? Ja. Ihre E-Mail ist schon gesendet. Okay, Herr Schimmeldonner, ja? Wir können anders machen, ja? Sagen Sie mir, wir können diese Transaktion von unserer Seite durchführen, ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen Visa-Karte, richtig? Ja. Ja, und Sie, vielleicht, Sie bekommen, wenn Sie Transaktionen machen, ja, vielleicht bekommen Sie den Code in Ihrem Handy, ja, womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, richtig? Ja. Außerdem hat sie ordentliches Durchhaltevermögen in ihrer Sprechgeschwindigkeit. Und wie viele Ja's sie hier in diesem Video schon verwendet hat, da kann man echt schon gar nicht mehr mitzählen. Das ist ja unfassbar viel. Also ich glaube, 100 dürften das ja in 2 Stunden auf jeden Fall schon sein. Tja, aber was der nächste Wahnsinn ist, die E-Mail kommt ja nicht. Und jetzt möchte sie meine Kreditkartendaten am Telefon durchbuchstabiert haben.
Das ist auch nichts anderes als unseriös. Denn wenn man da die Passwörter und Daten alles durchgibt, wie zum Beispiel diese dreistellige Nummer, die sollte man auf keinen Fall weitergeben. Gut, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man nochmal einen TAN zur Bestätigung bekommt. Das heißt, grundsätzlich wäre es egal, wenn irgendjemand versucht, dort abzubuchen, weil ihr bekommt ja dann immer diesen TAN aufs Handy. Das Problem ist aber, nicht alle Kreditkarten sind bis jetzt so abgesichert. Also, es gibt noch Einzelfälle. Ich habe tatsächlich selbst auch noch eine Kreditkarte, wo kein Schwein danach fragt, wenn ich da was abbuche. Okay, dann Herr Schimmelsonner, ja, sagen Sie mir bitte, auf Ihrem Visa-Karte steht sechsstellige Nummer, ja? Ja. Und diktieren Sie mir bitte und wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchführen, ja? Und den Code, Sicherheitscode bekommen Sie in Ihrem Handy, ja? Und Sie sollen diese Transaktion bestätigen, okay? Ja, also dann muss ich das mit dem Link da in der E-Mail nicht mehr machen, ne? Okay, ich habe Sie schon E-Mail geschickt, ja, aber Sie können nicht, ja, mein E-Mail finden. Ja, genau. Ja, okay, ich werde Sie nochmal schicken, Moment. Ja. Okay. Okay, nochmal bitte aktualisieren Ihre E-Mail und sagen Sie mir bitte, ob Sie das bekommen. Ja, kleinen Moment, ich bin gerade auf Toilette. Moment, ich gehe gleich am Computer. Sitzen Sie jetzt am Computer? Ich war gerade kurz auf Toilette, Moment. Okay, okay. Ja, an ihrer Stimmung kann man so langsam bemerken, dass die Luft schon so ein bisschen raus ist. Und sie so ein bisschen auch registriert, dass das Gespräch langsam in eine Richtung geht, die sie eigentlich nicht will. Ich meine, das hat sie ja auch vorhin schon begriffen, weil sie ja auch schon vor einer halben Stunde gesagt hat, dass er das Gespräch eigentlich beenden soll, wenn wir jetzt hier nicht langsam zu Potte kommen. Aber lustigerweise ist sie ja immer noch dran. Und ein Stündchen haben wir noch. Herr Schimmelsonner, sagen Sie mir, diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ich habe das falsch geschrieben. Etwas, ja? Weil Ihre E-Mail-Adresse ist falsch, ja, bei uns. Warum? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich wasche mir gerade die Hände. Herr Schimmelsonner, wir versuchen von unserer Seite, ja? Ja. Wenn es mochten, das ist gar kein Problem, ja? Und wir werden gar keine Zeit verlieren, okay? Tja, das ist ja Interpretationssache, dass wir hier keine Zeit verlieren. Denn eine Stunde haben wir schon rum. Ja, und es geht ja noch weiter, das ganze Spielchen. Ist schon absolut Wahnsinn. Vor allem, wie oft sie schwenkt zwischen sie macht's alleine oder wir probieren es doch nochmal mit der E-Mail. Ach nee, dann ist sie ja doch nicht angekommen, die E-Mail. Und das fällt ihr aber jetzt ja auch erst nach einer Stunde auf. Ja, das ist schon eigentlich Wahnsinn, ne? Also das ist eine stolze Leistung, die man erstmal schaffen muss, vor allem überhaupt so lange am Telefon zu bleiben. Obwohl die ja schon die ganze Zeit so ein bisschen unsicher ist, ob das Gespräch hier überhaupt noch Sinn macht, merkt man ja daran, dass er einen denn loswerden will. Tja, und dann fängt sie an zu drängeln, dass er selber die Daten eingeben will. Tja, irgendwie will sie unbedingt noch an die Kohle kommen. Wahrscheinlich jetzt erst recht, weil sie hat ja schon eine Stunde Zeit verloren und dann muss es sich auf jeden Fall lohnen. Naja, die wird sich auf jeden Fall noch ärgern, dass er heute nicht das Glöckchen klingeln darf. Ja, sehr gerne. Okay, dann sagen Sie mir bitte, ja, auf Ihrem Visa-Karte steht sechsstellige Nummer und diktieren Sie mir bitte und wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchzuführen, ja. Sie sind abgesichert von Ihrer Bank und Sie bekommen Sicherheitsnummer in Ihrem Handy, ja. Und Sie sollen diese Transaktion von Ihrer Seite bestätigen, okay? Ja, das kann ich machen okay. Dann. Ja, okay, und sagen Sie mir bitte, diktieren Sie mir bitte das. Ja, warten Sie, dann hole ich meine Karte jetzt nochmal. Ja, bitte. Weil jetzt war ich in die falsche Richtung unterwegs. Zum Computer, Moment. Dann ja. Muss ich wieder an meine Tasche gehen. Ja. Brauchen wir die Nummer denn heute noch öfters? Weil dann nehme ich die Karte gleich mit. Ja, auf der Ihre Kreditkarte, ja, steht sechsstellige Nummer, ja? Und Sie sollen diese Ziffer diktieren mir, okay? Ja. Okay, und diktieren Sie mir bitte das. Ja, Moment. Ich bin gleich bei meiner Karte. Ja, bitte. Sie haben Visa-Karte und diese Karte gehört auf jeden Fall Ihnen, ja? Die ja. Andere Person, das ist ja wichtig. Ja. Ja.
Ja, gestern meine Kundin hat die Karte von ihrer Frau benutzt, ja. Und in diesem Fall, das ist verboten, ja. Ja, das ist ungezogen. Ja. Ja, nicht so richtig erlaubt, das stimmt schon. Aber funktionieren würde das auf jeden Fall auch, wenn ich einfach eine fremde Kreditkarte benutze. Ich muss halt eben nur an die Unterlagen rankommen, beziehungsweise an die TAN. Früher hätte man das auch ohne TAN gekonnt und hätte man sie einfach so benutzen können. Bis die Karte glüht, ne? Aber das hat man Gott sei Dank mittlerweile schon unterbunden. Hat Vor-, allerdings aber auch Nachteile. Je nachdem, ob man sich so eine Kreditkarte halt eben teilt oder nicht, ne? So. Wie viele Zahlen stehen da drauf? Bitte? Wie viele Zahlen muss ich da vorlesen? Sie haben mir gesagt, dass Sie möchten mit 500 oder mit 250. Was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, mit 500. 500. Okay, auf Ihrem Kreditkarte, ja, steht sechsstellige Nummer, ja, vollständige Nummer, ja, sechsstellige Nummer. Und diktieren Sie mir bitte das. Warten Sie, da muss ich mal gucken, ob das 16 sind. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das passt. Und die Nummer, okay. Die Nummer muss ich dann vorlesen, ja? Ja, natürlich. Okay, warten Sie, dann sage ich Ihnen die an. Das ist dann die 414-434-233. Moment, okay. Ja. Bitte, bitte langsam, ja? Okay. Ach so. 4, mhm. Dann? Also eine 4, ja? Die haben Sie, ja? Ja. Hm. Ja. Dann? Achtung, aufpassen, jetzt kommt eine 1. 1? Ja, haben Sie? Ja, 41, nee. Habe ich schon geschrieben. Ja, dann Achtung, wieder aufpassen, jetzt kommt die nächste Zahl. Das ist dann ja. Eine 4. 414, richtig? Ja, genau. Mhm. Okay, dann? Ja, so, dann kommt die nächste Zahl. Das ist dann noch eine 4. Okay. Ja, kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja, bitte. Ja, dann kommt die 3. Okay, dann? Ja, die nächste Zahl wäre dann eine 4. Wieder 4? Ja, dann kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja. Ja, dann kommt eine 2. Okay. Mhm. So, Vorsicht, jetzt kommt die nächste Zahl. Das ist dann eine 3. Okay. Ja. Kann ich die nächste? Ja. Ja, dann nochmal eine 3. Okay. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 8. Okay. Mhm. Und die nächste ist dann eine 4. Okay. Haben Sie, ja? Ja. Ja, dann kommt eine 0. Null? Ja. Okay. Ja. Dann als nächste Zahl kommt dann eine 3. Okay. Ja, die haben Sie auch, ja? Ja. Ja. Als nächstes kommt dann eine 2. Okay. Mhm. So, die vorletzte Zahl ist dann eine 4. Eine 4, okay. Ja. Und die allerletzte Zahl, das ist dann noch eine 4. Okay. Okay. Bitte noch einmal wiederholen und ich überprüfe, okay? Ja, also soll ich nochmal die ganze Nummer sagen, ja? Ja, bitte. Ja, als erste Zahl kommt eine 1, eine 4, so rum. Okay. Ja, und als nächste Zahl kommt dann eine 1. Ja. Ja, dann kommt eine 4. Yes. Ja, dann als nächste Zahl kommt dann wieder eine 4. Okay. Ja, jetzt haben wir eine 3 als nächste Zahl. Okay, dann. Ja, die nächste Zahl, die hier in der Zahlenkette drin ist, das ist dann wieder eine 4. Okay. Ja, dann sind wir auch schon fast in der Mitte, aber auch nur fast, da ist dann die 2. Okay. Ja, jetzt kommt die goldene Mitte mit der 3, 3. Okay, 2 mal 3, richtig? Ja, genau. Und okay. Als nächstes kommt dann eine 8. Okay. Ja, die nächste Zahl wäre dann eine 4. Okay. Mhm. Die nächste Zahl ist dann eine 0. Okay. Ja. Und die nächste Zahl ist eine 3. Okay. Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 2. Okay. Aha. Und dann haben wir eine 4. Okay. Ja. Und die allerletzte Zahl ist dann noch eine 4.
Okay. Ja, haben Sie das richtig so aufgeschrieben? Ja, ich habe richtig aufgeschrieben. Das okay, haben Sie ich prima gemacht. Ich brauche von Ihnen Ablaufsdatum. Ja, das Verfallsdatum. Ich glaube, nach Logik muss man jetzt hier nicht mehr suchen, oder? Also viel langsamer hätte man seine Kreditkartendaten gar nicht mehr durchbuchstabieren wollen. Oder sollen oder können. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, sie wollte es tatsächlich auch noch zweimal langsam hören. Den Gefallen haben wir ihr natürlich getan. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wir hier noch nicht durch sind mit der Kreditkartengeschichte und sie, naja, sie verplempert halt dem Anschein nach sehr, sehr gerne selbst ihre Zeit und guckt, dass sie irgendwie möglichst mit lauter Unsinn die Zeit totgeschlagen kriegt. Weiß ich nicht, ob die das mit Absicht macht, aber mittlerweile zweifle ich da auch langsam dran, dass die das ernst nimmt, was hier am Telefon überhaupt passiert. Wobei sie ja zeitgleich die ganze Zeit auflegen will. Aber dann doch irgendwie dran bleibt. Also unterm Strich muss die so geldgeil sein, dass die wirklich immer noch Hoffnung hat, dass man hier Geld bekommen kann, obwohl das ganze Gespräch eigentlich von Anfang bis Ende schon wieder völlig der absolute Wahnsinn ist. Naja, und man eigentlich als Bankberater schon hätte merken können, dass hier irgendwas faul ist an dem ganzen Gespräch. Ja, ja. Ja, gültig Zeit, ja, Ablaufdatum. Ja. Ja, das ist dann, warten Sie, wo steht das? Auf Ihrem Kreditkarte steht das, ja? Ablaufdatum, Gültigkeit, Ziffer, ja? Ach, da steht was, genau. Mhm. Ja. Da ist Mai 23. Bitte? Mai 23. Okay, diktieren Sie mir bitte Ziffer, okay? Ja, als erstes kommt da eine 0. 0? Ja. Dann? Dann kommt eine 5. 5? Ja, vorsichtig. Jetzt kommt ein Schrägstrich. Okay. Ja. Als nächste Zahl eine 2. 2? Dann kommt eine 0. 2, 0? Ja. Dann kommt noch eine 2. Okay. Und eine 3. Okay. Und auf der Rückseite steht dreistellige Nummer, ja? Aber CVV... 347. Moment. Bitte? Was denn? Und Rückseite steht dreistellige Nummer. So, diktieren Sie mir bitte das? Ja, das ist 347. Okay. 347, ja? Mhm. Okay. Bleiben Sie bitte an der Linie. Sie werden den Code in Ihrem Handy bekommen, okay? Und Sie sollen diese Transaktion bestätigen, ja, von Ihrem Seite. Muss ich Ihnen den Code dann geben? Moment. In Ihrem Handy. Ja, Sie benutzen diese Visa-Karte, ja? Damit kaufen Sie etwas vielleicht, richtig? Ja, damit kaufe ich was. Wenn Sie etwas kaufen, ja, vielleicht Sie bekommen den Code oder loggen Sie bitte in Ihrem Online-Bank. Und was machen Sie, wenn Sie Geld einzahlen? Mit Ihrem Visa-Karte. Was ich dann mache? Ja. Ja, die Sachen Sie nehmen und bekommen gehen. Vielleicht Code, richtig? Wie bitte? Vielleicht Sie bekommen den Code in Ihrem Handy. Ja, ja, da kommt dann so ein Code, ja. Ja, okay, Moment. Ganz kurz. Ganz kurz. Okay, wir werden von unserer Seite durchführen. Moment, es dauert ein paar Minuten. Mhm. Okay, auf Ihrem Kreditkarte unbedingt haben Sie 500 Euro, richtig? Ja, das ist ja eine Kreditkarte, die bucht ja dann bei meinem Konto ab. Ja, okay, Moment. Mhm. Okay. Okay, bleiben Sie bitte ganz kurz an der Linie, Moment. Natürlich. Legen Sie bitte nichts auf, Sie bekommen... Mhm, ich kann warten. Okay, ganz kurz. Absolut unfassbarer Wahnsinn, wie oft die einen hier eigentlich auch in der Leitung warten lässt, ohne dass sie irgendwas sagt und wie viel Stille hier schon insgesamt in diesem ganzen Gespräch überhaupt entstanden ist. Was ich hier rausgeschnitten habe, ist der absolute Hammer. Naja, aber
Sie will ja ihre Zeit selber verplempern, dem Anschein nach. Kapieren tut sie auch nichts. Und die sind immer noch bei den Kreditkartendaten. Das ist der absolute Wahnsinn. Naja, aber ein bisschen Zeit verplempern wir ja immer noch von ihr. Okay, ganz gut. Okay, es dauert ein paar Minuten. Mhm. Ja, und mit dem, was sie hier gerade gesagt hat, dass es ein paar Minuten dauert, hat sie auf jeden Fall auch nicht untertrieben. Die nette Tante hat sich wieder jede Menge Zeit gelassen, bevor es denn überhaupt irgendwie weiterging. Ja, und daran sieht man einfach nur wieder, dass sie selber gar nicht so richtig da Bescheid weiß und eigentlich nur am Rumfuchteln ist. Aber das Kuriose an der Geschichte ist, die Martha Ritsch, also die nette Tante, die wir ja heute in dem tollen langen Gespräch dran haben, die ist ja schon länger in diesem Callcenter unterwegs. Dass die dann da immer noch so lange am Telefon bleibt und überhaupt auch so lange braucht mit allem, dass da selbst so lange Leerlaufzeiten entstehen. Und das wundert mich irgendwie, weil irgendwann hat man doch seinen Job irgendwann mal in- und auswendig und kann das alles und vor allem auch ein bisschen schneller. Und ich meine, wenn ihr eine EC-Karte irgendwo durchzieht oder eine Kreditkarte, dann ist das auch ruckzuck erledigt und braucht nicht Ewigkeiten. Auch nicht, wenn man das irgendwo online in einem Online-Programm einträgt. Dann dauert es vielleicht so 10 Sekunden und dann ist die Sache erledigt. Aber naja, könnte daran liegen, dass die Frau einfach nur ein hoffnungsloser Fall ist und selbst gar nicht überhaupt mit dem ganzen Krempel da umgehen kann. Okay, welche Kreditkarte ist das? Na, das ist meine. Okay, welche Bank ist das? Den Banknamen habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Braucht man ja nicht so oft. Sehen Sie das da nicht? Das steht doch eigentlich immer da. Moment, okay, diktieren Sie bitte Ihre E-Mail, Ihre aktuelle Adresse, ja, wo wohnen Sie, okay? Was meinen Sie? Ihre Adresse, ja, Ihre aktuelle Adresse, ich brauche von Ihnen Zeit. Ach so, das ist die Braunschweiger Straße 77. Okay, Moment, okay. Braunschweiger Straße 77, richtig? Ja. Okay, wo liegt das? Gleich haben wir wieder ein kleines Stückchen Stille drin. Die lasse ich euch auch beabsichtigt mal drin, damit ihr nochmal ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie lange die Tante eigentlich dafür braucht, um das bisschen da in ihr Computersystem irgendwie reinzuklimpern. Das ist in Berlin. Ah, Berlin, okay. Also bis zum Punkt Postleitzahlen haben wir hier tatsächlich ewig gewartet. Ne? Also ich habe jetzt hier einen Schnitt bei 7, also 1 Stunde 7 Minuten 30 und der nächste Schnitt ist bei 1 Stunde 8 Minuten 15. Ja, also wisst ihr ja, wie lange die hier echt am Telefon immer still ist. Und das ist jetzt hier tatsächlich auch nur ein kurzes Stillestück. Die langen, die schneide ich euch ja nun beabsichtigt auch immer raus. Sonst schlafen wir ja alle noch ein am Computer oder am Handy oder wo auch immer ihr das Ganze hier hört und seht. Ja, aber der absolute Wahnsinn. Ich frage mich, was sie die ganze Zeit da überhaupt macht. Googelt die denn nochmal, ob die Adressen auch existieren? Dann würde das Ganze ja wenigstens irgendwie Sinn ergeben. Aber normalerweise gibt es für sowas bei Unternehmen Post-CDs, dass man das eben sieht. Dann zeigt gleich das System an, ob das echt ist oder nicht. Also Post-CDs im Sinne von, mittlerweile ist es ja auch nur noch Download-Daten, aber man kann eine Schnittstelle zur Post haben und dann die Adressen gleich abgleichen, ob die überhaupt existieren. Und dann hat man das halt eben real da, ob der Kunde auch da wohnen könnte. Tja, aber irgendwie braucht die hier wirklich für alles Ewigkeiten. Und was natürlich auch jedes Mal nett zu hören ist, was da eigentlich für ein Krach im Hintergrund los ist und dass wir hier eigentlich auch schon wieder in einer halben Diskothek sitzen. 12055. Moment.
Ja, und dann haben wir wieder die Stelle, wo jede Menge Stille drin ist, weil sie dann alleine mit der Postleitzahl dem Anschein nach irgendwie völlig überfordert ist. Okay, Herr Schimmeldonner, was ist jetzt die Motivation, warum haben Sie sich bei uns registriert? Zum Geld verdienen. Ja, natürlich. Okay, und Sie werden große Unterstützung von unserer Seite bekommen, ja? Mhm. Okay. Was machen Sie von Beruf? Haben Sie mit Finanzen zu tun oder sind Sie in ganz anderen Bereich, Herr Schimmeldonner? Nee, da bin ich in einem ganz anderen Bereich. Okay, darf ich Ihnen fragen, was machen Sie genau? Was ich beruflich genau mache? Ja, genau. Ja, da bin ich ausgebildeter Haferflockenspalter. Bitte schön, noch einmal, Hafer? Ausgebildeter Haferflockenspalter. Haferflockenspalter? Ja. Okay, ja, ich kenne nicht diesen Beruf. Okay, was machen Sie hier genau? Tja, also die Frage nach dem Beruf, die erschließt sich mir eigentlich auch gar nicht genau. Denn im Grunde genommen interessiert so ein Unternehmen nur, ob man berufstätig ist oder nicht. Aber welcher Beruf, der spielt ja eigentlich völlig keine Rolle. Also auch nicht, wenn man im Finanzwesen irgendwo tätig ist oder was auch immer. Tja, weiß ich nicht. Also damit vertrödeln die eigentlich nur im Grunde genommen selbst ihre Zeit. Da spalte ich Haferflocken. Ah, ach so. Und arbeiten jetzt, ja? Na, jetzt gerade nicht. Jetzt telefoniere ich ja mit Ihnen. Ja, wie alt sind Sie? Ich habe vergessen, Ihre Schimmeldonner, ja? Schimmeldonner, sind Sie über 18 Jahre, richtig? Ja, ja, na klar. Okay, wie alt sind Sie? 29. 29, okay. Mhm. Okay, hallo, ich bin da, Moment. Okay, leider jetzt nicht, ja? Ja, Schimmeldonner, deswegen... Warum? Sie können das von Ihrem Seite machen, ja? Ich weiß nicht, ja? Okay, können Sie das von Ihrem Seite machen? Ich kann das auch machen, ja? Wie soll ich das machen? Okay, und ich werde Sie Link schicken, ja, aber diktieren Sie mir bitte ganz genau Ihre E-Mail-Adresse, ja? Sie haben bei uns falsche E-Mail-Adresse hintergelassen, ja? Ich hab schon nicht gesendet, ja? Und deswegen diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse und ich werde Sie Zahlungsmethode per E-Mail schicken, okay? Ja, was haben Sie da aktuell für eine E-Mail-Adresse? Ja, die nette Tante möchte es wieder auf die harte Tour haben. Und zwar ganz kompliziert. Sie möchte jetzt meine E-Mail-Adresse durchbuchstabiert haben. Naja, mal gucken, ob wir ihr das antun. Naja, aber vor allem das Allerwitzigste an der ganzen Geschichte ist, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir eigentlich schon mal angefangen haben, also gleich zu Beginn des Gesprächs, dass sie mir einen Zahlungslink per E-Mail zuschickt. Und was ja denn nach einer Stunde nicht geklappt hat. Und wir deswegen überhaupt jetzt das genau andersrum probieren. Und ja... Also eigentlich weiß man schon gar nicht mehr so richtig, was man da noch zu sagen soll. Eins kann ich sagen, nach diesem Gespräch hat sie auf jeden Fall dazugelernt. Ich hatte sie noch ein paar Mal am Telefon. So lange hat sie sich nie wieder hinhalten lassen. Ich glaube, einerseits sehr schade, andererseits hat sie wohl dazugelernt. Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse. Welche steht da bei Ihnen? Okay, ich diktiere meine E-Mail-Adresse, okay? Nicht meine, welche da von mir bei Ihnen steht. Bei mir steht hartmut.schimmeldonner@gmx.de. Ja. Aber wenn nicht, dann nehmen Sie mal, dann machen Sie mal hinter dem Ad was anderes hin. Da habe ich noch einen anderen E-Mail-Dienstleister. Okay, haben Sie andere E-Mail-Adresse? Also habe ich auch noch, ja. Diktieren Sie mir bitte diese E-Mail-Adresse. Ja, soll ich die komplett vorlesen? Bitte buchstabieren, ja, das ist besser für mich, okay? Ja, also als erstes kommt dann ein H wie, ja, zum Beispiel, genau. Ja. Dann kommt ein A wie, Anton? Ja, genau. Dann kommt ein R wie, Urs? Ja, genau. Dann kommt ein T. T?
Harry Theodor? Theodor Fall, ja. Dann kommt ein M. M wie Martha. Ja, genau, zum Beispiel. Dann kommt ein U. U wie Ulrich. Ja, genau, das kann man machen. Dann ein D. D? Ja. D wie Dora, vielleicht? Ja, genau. Dann ein Punkt. Ein Punkt, okay. Genau, aber da dann das Satzzeichen, nicht den Buchstaben. Okay. Ja, dann ein S. Dann kommt Minus oder Hartmut, Punkt, dann? Ja, dann kommt ein S. S? Ja. S wie Siegfried? Ja, genau. Dann, okay. Dann kommt ein C. C wie Cäsar? Ja, genau. Dann ein H. H wie Heinrich? Ja, oder Hartmut. Okay. Ja, dann kommt ein I. I wie Ida. Mhm, genau, zum Beispiel. Dann kommt ein M. M wie Martha. Ja, dann kommt noch ein M. M wie Martha, okay. Mhm. Dann kommt ein E. E wie Emil. Ja, genau. Dann kommt ein L. Noch einmal E wie Emil. Nee, nach dem E kommt ein L. L wie Ludwig. Ja, genau, zum Beispiel. Okay. Dann kommt ein D. Der wie Dora. Mhm. Dann kommt ein O. Also kein Ö, sondern ein O. O wie Otto, vielleicht, ja? Ja. Mhm. Ja. Dann kommt... Nicht ohne Umlaut, ja? O. Ja, genau. Also nur ein O. Dann kommt dann kommt ein E. E wie Emmy. Mhm. Dann ein N. N wie Notfall. Ja. Ein E. E wie Emil. Ja. Dann kommt ein R. E wie Rudolf. Ja, genau. Mhm. Und okay. Mit kleinen Buchstaben, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Nee, das bei Schimmeldöner, das zweite M wird da groß geschrieben. Groß geschrieben, welche Buchstabe? Na, das zweite M, also bei Schimmeldöner. Mit großer Buchstabe, okay. Ja, hier nochmal der Hinweis an alle Zuhörer und Zuschauer und Mitschreiber und Dabeiseier. Ja, bei E-Mail-Adressen spielt es keine Rolle, ob irgendein Buchstabe, egal in welcher Konstellation groß oder klein geschrieben wird, das macht keinen Sinn. Das Einzige, was in E-Mails nicht reingehört, sind Sonderzeichen, außer Punkte und ein Bindestrich oder Unterstriche. Mehr geht, glaube ich, gar nicht an Sonderzeichen. Ja. Aber die nette Tante schreibt jetzt das zweite M von Schimmeldöner einfach mal groß. Naja, so kann man natürlich die Zeit auch ein bisschen verbraten. Vor allem wahnsinnig, wir haben die E-Mail-Adresse immer noch nicht komplett durchbuchstabiert und sie ist immer noch dabei am Werk. Eieieiei. Tja, so kann man natürlich die Zeit auch ein bisschen in der Länge strecken, ne? Umso länger die dran sind, umso besser. Erstmal haben wir gefühlt hier 5 Stunden für die E-Mails gebraucht. Dann haben wir nochmal 10 Stunden gebraucht gefühlt für die Durchgabe der Daten von der Kreditkarte, weil das erste ja nicht funktioniert hat. Und weil erstes und zweites nicht funktioniert hat, fangen wir nochmal von vorne an. Und ich gebe ihr nochmal eine neue E-Mail-Adresse durch. Und das in einer Geschwindigkeit, wo man eigentlich nur noch Sterne sieht. Und dann kommt ein Ad-Zeichen nachher, dann nach dem R. It? Ja. Okay. Haben Sie das Zeichen? Ja, Gmail. Okay, it? Nee, nur it, nicht Gmail. Okay, it? Ja, dann kommt ein M. M? Ja, dann kommt ein D. Haben Sie? Hallo? Okay, dann it, M. M wie Martha. Ja, dann kommt ein D. David Dora? Ja. Dann kommt ein Bindestrich. Bitte? Ein Bindestrich. Okay, Moment. Moment. Ganz kurz. Okay, dann? Ja. Haben Sie das Bindestrich, ja? Ja. Ja. Dann danach ein S. Effi, Fahrrad, oder? Ja, genau. Okay. Mhm. Dann kommt ein R. Effi Rudolf, oder? Ja. Haben Sie? Ja. Ja. Dann kommt ein O. O? Mhm. Haben Sie, ja? O wie Otto. Ja, genau.
Dann kommt ein T wie Theodor Fall. T wie Theodor? Ja. Dann kommt ein S. S wie Fahrrad, ja? Nee, ein S. Bitte? Ein S. S wie S. Ein S wie Schlampe. Ah, Schlampe, okay. Genau. Dann. Ich glaube, das muss ich nochmal einblenden. Also, dass sie das tatsächlich auch noch so wiederholt. Nee, S. Ein S wie Schlampe. Ah, Schlampe, okay. Genau. Dann kommt ein... Moment. Jetzt muss ich gucken, wo ich war. S wie Schlampe, richtig? Ein S, genau. Ja. Genau. Dann ein C. C wie Cäsar. Ja, genau. Mhm. Okay. Dann ein H. H wie Heinrich. Genau. Ein U. U wie Ulrich. Ja. Dann ein T wie Theodor, Fall. Okay. Ein Z. Z? Nee. Okay, Z wie Zorro, ja? Ja, wie die Cola. Wie die Cola. Z wie Cäsar, richtig? Okay. Nee, ein Z wie die Cola Zero. Cola Zero, ja, okay. Ja, okay. Also ein Z, ne? Ja. Ja. Dann kommt ein Bindestrich. Okay. Haben Sie? Ja. Dann kommt ein W. Okay. Ein E. Okay. Ein I. I wie Ida. Ja. Dann kommt ein N. N? Ja, haben Sie, ja? Ja. Dann, N wie Nordpol. Ja, genau. Und dann wieder ein Bindestrich. Okay. Dann kommt ein Vogel V. Vogel V, richtig? Ein V, ja. Wie Vogel. Okay. Wie Vogel, okay. Ja. Mhm. Dann kommt ein E. E wie Emil? Ja. Dann kommt ein R. Hä? Also ein R wie Rudolf. Okay. Ja. Okay. Dann ein K. Okay. Ein O. Okay. Ein S. Okay. Ein T. Okay. Ein E. E wie Emil? Ja. Und dann ein R. A? Ein R. R. Rudolf. Mhm, ja. Das ist Ihre E-Mail? Ja, und dann kommt Punkt. Punkt? Ja, C-O. Okay, Cervi, Cesar, Obioto. Mhm, genau. Okay, Moment. Unter dieser Nummer, benutzen Sie WhatsApp-Applikation? Nee. Okay, haben Sie gar keine WhatsApp? Nee, das habe ich nicht. Okay. Wollen Sie die E-Mail-Adresse zur Sicherheit nochmal sagen? Okay. Sie sagt jetzt tatsächlich nochmal die E-Mail-Adresse. Also, ich weiß es ja echt nicht, aber erstmal ist die Schweine lang und zum Zweiten existiert die Adresse auch einfach überhaupt nicht. Habe ich mir gerade früh ausgedacht. Moment, ich versuche Link schicken. Moment. Okay, Ihre E-Mail-Adresse ist hartmut.schimmel.com. Dona, et M wie Martha, D wie Dora, minus. Da war, glaube ich, am Anfang schon ein Fehler. Ich frage mich wirklich, wie man bei dieser Geschwindigkeit des Buchstabierens einer E-Mail-Adresse tatsächlich noch einen Fehler reinhauen kann. Und zwar einen richtig großen, indem sie einfach die ganzen Buchstaben, die ich durchbuchstabiert habe, komplett vergessen hat. Das ist eine starke Leistung. Also, und das auch für einen Betrüger-Callcenter. Ich meine, letztendlich wollen die ja Geld von mir. Und dann ist sie dazu nicht in der Lage, eine einfache E-Mail-Adresse einfach mal irgendwie aufzuschreiben. Ich meine, ich habe mir ja nur wirklich viel Mühe gegeben, das möglichst idiotensicher zu machen. Ich meine, 5 Minuten eine E-Mail-Adresse durchbuchstabieren, das muss man überhaupt erstmal hinkriegen. Eieiei. Also, ein H, ein A, ein R, ein T, ein M, ein U, ein D, ja? Moment. H wie Heinrich, A wie Anton, R wie Rudolf, T wie Theodor, M wie Martha, U wie Ulrich, D wie Dora, Punkt, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, I wie Ida, M wie Martha, großes M, E wie Emil, L wie Ludwig, D wie Dora, O wie Otto, E wie Emil, N wie Notfall, E wie Emil, R wie Rudolf, et M wie Martha,
Servidora, Minus. Ja. F wie Fahrrad, R wie Rudolf, O wie Otto, T wie Theodor, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, U wie Ulrich, T wie Theodor, T wie Zorro, Cola, Zero. Mhm. Ja? Mhm. Minus Wein. Wein, minus F, Benera ist korrekt, E wie Emil, E wie Rudolf, K wie Kaufmann, O wie Otto, F wie Fahrrad, T wie Theodor. Okay, Moment. Verkoster, nicht Verkofter, Verkoster mit S. Mit S. Ah, okay. Moment. Ja. Moment. Okay. Verkosta, ja? Ja. Okay. Moment. Okay. Na, so ganz langsam verliert der Pippi ja ein bisschen ihren Elan hier, ne? Sie wird ja schon langsamer in dem, was sie da so sagt und macht und tut. Wobei, beim Buchstabieren war sie wieder ganz schön fix. Ja, aber es sind ja mehrere Fehler in der E-Mail aufgefallen, obwohl wir das nun wirklich echt extrem langsam gemacht haben. Also, frag mich immer nicht, wie das... Also, ich weiß wirklich nicht, wie man das hinkriegt. Also, dass man das noch falsch schreibt, obwohl das so langsam ist. Aber gut, naja. Und das, obwohl sie ja sogar, wenn ich dann ein bisschen Buchstaben gesagt habe, hat sie ja das passende Wort dazu gesagt, auch wenn es das falsche passende Wort war. Aber damit wusste man ja, eigentlich müsste sie das Richtige haben. Aber auch das hat sie nicht geschafft. Tja, naja, und dafür verdienen die tatsächlich Geld für das, was die da so am Telefon machen. Aber man kann das Ganze ja so sehen. Die werden für unsere Belustigung bezahlt, ne? Okay, öffnen Sie bitte aktualisieren Ihre E-Mail-Adresse. Vielleicht haben Sie... Ja, warten Sie, dann muss ich mich da auch mal einloggen. Moment, ich bin ja jetzt noch bei dem anderen Postfach drin. Ja, Moment. Aber vielleicht, okay. Ich werde Sie meine E-Mail-Adresse diktieren, okay? Und Sie können mir einfach Hallo schicken, okay? Hatten wir das nicht eigentlich schon mal am Anfang, dass sie mir ihre E-Mail-Adresse geben wollte, oder bilde ich mir das gerade ein? Ich weiß irgendwie nicht. Also jetzt hat sie doch nur schon 10.000 Mal versucht, mir eine E-Mail zu schreiben und sie schafft es immer noch nicht. Naja, vielleicht liegt's auch daran, dass die E-Mail-Adresse, die ich ihr durchbuchstabiert habe, komplett frei erfunden war und überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat und dass dann ein Fehler da gekommen ist. Ich weiß es nicht, sie redet ja auch nicht wirklich über das, was Sinn macht, sondern nur dieses ganze Blabla und Blödsinn ringsrum. Okay, ganz kurz. Und ich werde Sie diktieren. Meine E-Mail-Adresse ist M wie Martha, A wie Anton, ja. Rudolf, ja. T wie Theodor, ja. A wie Anton, Punkt, R wie Rudolf, ja. I wie Ida, ja. C wie Cäsar, H wie Heinrich. Ja. Dann kommt Ed. I wie Ida. N wie Nordpol. Ja. Wie Emil. R wie Rudolf. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. N wie Nordpol, C wie Cäsar, ja. E wie Emil, Punkt, ja. C wie Cäsar, ja. O wie Otto. Okay, und schicken Sie mir bitte einfach Hallo und ich werde Sie Website und Zahlungsmethode schicken, okay? Ja. Okay. So. Ach, jetzt habe ich Ihre E-Mail-Adresse rausgelöscht. Ach Mensch. Dann müssen wir sich die nochmal aufschreiben. Oh, wie schade. Nun ist mir aus Versehen die E-Mail-Adresse, diese, wo sie sich so viel Mühe gegeben hat, die durchzubuchstabieren, habe ich die aus Versehen wieder rausgelöscht. Und jetzt müssen wir nochmal von vorne. Upsi. Okay. Warten Sie. A wie Anton. Moment, nicht so schnell.
Also eigentlich würde ich ja manchmal gerne Mäuschen spielen und dabei zugucken, wie die da eigentlich schon die Augen verdrehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da noch mit einem Grinsen am Telefon sitzt. Man merkt ja auch wirklich vom Anfang zu jetzt, dass der Elan gefühlt schon komplett weg ist und die eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat. Ich glaube, das Ganze ist hier echt nur noch Hoffnung, dass man da Geld rausholt. Mich wundert aber, dass hier bis jetzt noch keiner gemeckert hat und niemand hinter ihr steht, wo dann die Kohle bleibt. Aber es kann auch sein, weil die Tante hier schon sehr, sehr lange in diesem Callcenter arbeitet, dass da halt keiner drauf achtet. Weiß man nicht. Aber die tolle Martha, die haben wir ja nun wirklich schon ganz oft auf dem Kanal gehabt. Ich schreibe jetzt nochmal auf. Ein A. Haben Sie M wie Martha, A wie Anton geschrieben, richtig? Wollen Sie ein M, ein A, ja? Okay, R wie Rudolf. Ein R. T wie Theodor. Ein T. A wie Anton. Ein A. Haben Sie Martha geschrieben, ja? Ja. Punkt. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. Ed. Ein Ed, Moment, ja. I wie Ida. Ein I, N wie Nordpol. Ein M, ja. N wie Nordpol. Ach so, ja, Okay, E wie Emil. Ja. R wie Rudolf. Ja. P wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. C wie Cäsar. E? Emil? Wie Emil? Moment, also nach dem C kommt ein E, ja? Ja, ja. Richtig. Dann kommt Punkt. Ja, habe ich. Okay, was haben Sie geschrieben? Martha.Rich, also, okay. Oder Rich, oder Rich, oder wie auch immer. Ja, Rich, Rich, ja. Ja. Punkt, Ed. Also Ed, und dann Intertia... Inertia Finanze, ja? I wie Ida, L wie Knopfol, E wie Emil. Ja. R wie Rudolf. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Knopfol. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Knopfol. Ja. C wie Cäsar. Ja. Emil. Ja. Punkt. Ja. Servi Cäsar, Ovi Otto. Ja, okay. Also ich glaube, diese Leistung hier in diesem Gespräch mit denen tausendmal buchstabieren und Zahlen durchgeben und die E-Mail-Adressen nochmal abgleichen und nochmal von vorne anfangen und doch nochmal von vorne anfangen und nochmal von vorne anfangen. Ich glaube, für die Leistung haben wir doch echt einen Daumen nach oben und ein Abo verdient, oder nicht? Den Daumen nach oben findet ihr unter dem Video und das rote Abo-Knöpfchen auch. Wenn es rot ist, dann einmal draufdrücken, dass es quasi deaktiviert wird. Also grau leuchtet oder eben nicht mehr rot leuchtet oder wie auch immer. Schon Wahnsinn. Also jetzt haben wir tatsächlich... Also eigentlich wollte die Tante hier vor über einer Stunde auflegen und hat die Tante uns hier am Telefon erzählt, sie soll auflegen, wenn es nicht so schnell geht. Aha, aber sie ist immer noch dran. Also die hat wohl mittlerweile echt, ja, das weiß ich nicht. Die muss immer noch irgendwo erkennen, dass man da Geld verdienen könnte. Vor allem, ich hoffe ja immer, dass wenn die so lange mit uns hier am Telefon verbringen und die Zeit eigentlich open-end bis ins Unendliche verplempern, ich hoffe, dass sie hinterher eigentlich immer noch einen kleinen Denkzettel vom Chef bekommen und richtig ärgern. Das weil letztendlich verbraten die ja Zeit für nix. Vielleicht kann es ja sogar sein, weil das sind ja ausländische Callcenter, dass die tatsächlich für die gesamte Zeit, wo sie alles verschwendet haben, gerade bei 2 Stunden oder wir hatten ja auch schon 3 Stunden Gespräche, kann ich mir vorstellen, dass es da Callcenter gibt, die dann einfach die Kohle von denen abziehen und sagen, hier, du hast die Zeit verplempert, hast du Pech gehabt, kriegst du nicht wieder das Geld. Okay. Und schicken Sie mir bitte Hallo, ja, einfach. Ja, warten Sie. Ich habe mir die jetzt extra in ein anderes Fenster geschrieben, damit die nicht wieder weg ist aus Versehen. So, dann gehe ich jetzt auf Schreiben. Ja. So. Ich schicke dann nochmal von einer anderen E-Mail-Adresse jetzt. So, okay, das ist gar kein Problem. Hallo. Okay, habe ich, ja? Habe ich abgesendet.
ich aktualisiere meine E-Mail-Adresse. Ja. Wie habe ich das bekommen? Und ich werde ihr gerade Zahlungsmethode schicken. Moment. Ja. Info, okay, das ist ihre E-Mail. Okay, Moment. Okay, aktualisieren bitte Ihre E-Mail. Ich habe Sie schon Zahlungsmethode, einmalige Zahlungsmethode geschickt und sitzen Sie jetzt am Computer, richtig? Ja. Okay, und in Google Chrome, öffnen Sie bitte diesen Link, diese Zahlungsmethode, haben Sie das bekommen, richtig? Noch nicht, ah ja, jetzt ist es gekommen, ja. Ja, so. Ja, und drucken Sie bitte das. Und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Das ist hier so ein komischer Link mit Agathe Weiss API. Okay, ja, richtig. Das ist einmalige Zahlungsmethode, womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, ja? Und bitte, öffnen Sie bitte diesen Link, ja? Öffnen Sie das und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Drucken Sie bitte diese. Ja, so eine weiße Seite. Okay. Was muss ich da machen? Okay, haben Sie das geöffnet, diesen Link? Okay, und was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Wo man hier so mit US-Dollar und so anklicken kann. Ja, bitte, wählen Sie bitte Deutsch und Sie können alles auf Deutsch lesen, ja? Ja. Und Sie sollen Euro auswählen. Ja. Okay, und gucken Sie bitte, zahlen Sie jetzt und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie danach. So, jetzt muss ich da so ein Formular ausfüllen. Ja, und mit diesem Link können Sie nur 250 Euro aktivieren. Ist das okay für Sie? Und wenn Sie zum Beispiel mehr investieren möchten, darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, okay? Okay, zuerst schreiben Sie bitte 250 Euro, ja? Löschen Sie bitte 0 und schreiben Sie bitte 250 Euro. Ja. Ja, und dann, Währung ist schon ausgewählt und dann kommt persönliche Informationen, ja, richtig? Ja. Ja, und Sie sollen Ihren Namen, Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontaktnummer schreiben, ja? Ja. Bitte machen Sie das? Ja. Habe ich? Okay. Was haben Sie geschrieben? Wie weit sind Sie? Na, also ich habe jetzt oben die 250 Euro eingegeben. Okay, dann kommt persönliche Informationen, ja? Vorname, Nachname und E-Mail und Kontaktnummer. Schreiben Sie das? Ja. Okay, bitte schon, beachten Sie Ihren Namen, Nachname, sollten Sie ohne Umlaut schreiben, ja? Ohne Scharfe, ohne Umlaut und so weiter, ja? Nicht lateinische Buchstaben, ja? Nur. Ja. Okay. Schreiben Sie das? Ja. Okay. So. Dann habe ich jetzt den E-Mail-Adresse noch mit drin. Ja, bitte. Und die Kontaktnummer, ja? Bitte wählen Sie bitte German-Fahne, deutsche Fahne und schreiben Sie bitte Ihre Nummer ohne 0 und ohne Vorwahl. Ohne Vorwahl? Ja, ohne Vorwahl, ja, ohne 4 und 9 und ohne 0. Und wählen Sie bitte deutsche Fahne, ja, German-Fahne. Muss ich erstmal suchen, da sind so viele. Ja, natürlich, alle Länder gibt es da, ja? Ja. Ja. Mit Alphabet können Sie das. Ist da Deutschland überhaupt bei in der Liste? Germany, Sie sollen, ja, auswählen. Ach, Germany. Ja. Ja, Moment. Da muss ich da nochmal gucken. Okay. Das finde ich nicht. Was haben, Germany haben Sie nicht gefunden? Nee, wie schreibt man das? Okay, unten steht ja, dass, was denn? Neben, zum Beispiel, neben dem, Georgia, neben dem Ghana, ja? Ja. Beginnt mit G, ja? Germany, auf Englisch vielleicht.
Ach, da, ja. Haben Sie gefunden? Ich glaube, ja. Da ist so eine Fahne, okay. Die sieht aus wie unsere. Haben Sie Ihre Nummer ohne Vorwahl und ohne Null geschrieben, richtig? Also soll ich die ganze Vorwahl weglassen? Aber wie können Sie dann anrufen, nein, wenn die Vorwahl fehlt? Vorwahl. Sie sollen ohne Vorwahl schreiben, ohne 4 und ohne 0, ohne 9. Ach so, das da mit dem Plus brauche ich denn nicht machen. Ja, nicht machen. Okay. Ja. Ja. Und dann kommt Wohnadresse. Haben Sie E-Mail-Adresse geschrieben schon, richtig? Warten Sie, die muss ich da nochmal richtig reinschreiben, die ist noch falsch. Okay, bitte. So, dann nehme ich wieder die lange. So, Bindestrich. Oh ja, die habe ich dann auch drin, ja. Okay. Dann kommt Wohnadresse, richtig? Sie sollen Ihr Land auswählen, ja. Stadt schreiben und Straße, Postleitzahl und Region, ja. Bitte beachten Sie das. Sie sollen ohne Scharfes, ohne Umlaut, ohne Punkt und ohne Komma schreiben, ja. Nur mit lateinischen Buchstaben, auf jeden Fall, okay? Also ich soll ohne Punkt und ohne Komma schreiben. Also vom Prinzip her soll ich genau so schreiben, wie sie die ganze Zeit mit mir spricht. Ohne Punkt und ohne Komma und am besten ohne Sinn und ohne Verstand. Denn was anderes ist es ja eigentlich nicht. Sie denkt ja auch nicht darüber nach, dass wir hier schon eigentlich kurz vor 2 Stunden sind mit dem Telefonat. Absoluter Wahnsinn. Ich verstehe mal gar nicht, dass die sich überhaupt so lange am Telefon aufhalten dürfen. Also in Deutschland, ich glaube, in Deutschland würde das gar nicht funktionieren mit irgendeinem Callcenter-Mitarbeiter. Ich meine, fast 1 Stunde hatten wir auch schon mal. Das ist aber eher ganz, ganz selten, weil die Chefs, die stehen sofort hinter einem. Ja. Ja. Ohne Umlaut, ohne Scharfes, ja? Ohne Punkt, ohne Komma. Schreiben Sie bitte das, okay? Mache ich gerade. Okay, bitte. Okay, hier Schimmeldonner, wie weit sind Sie? Was schreiben Sie gerade? Ich mache gerade die Postleitzahl rein, da muss ich okay, einfach gucken. Okay, Postleitzahl, okay, okay. Die habe ich nicht im Kopf. Okay, bitte. Okay. So, ja, habe ich jetzt drin. Ja, jetzt muss ich da wieder was auswählen. Was soll ich denn da anklicken? Okay, haben Sie Region schon geschrieben? Na, da habe ich Berlin reingemacht, oder ist das falsch? Okay, Berlin, Sie können das machen. Okay, Bundesland einfach. Ja, habe ich denn, ja. Okay, ja. Und dann kommt Zahlungsarten. Haben Sie Wohnadresse schon ausgeführt? Ja. Okay, dann kommt unter Zahlungsarten. Was kommt dann da? Unten steht Zahlungsarten. Ja. Ja, und bitte wählen Sie Kreditkarte, Debitkarte. Moment, da muss ich mal suchen. Ja, bitte, suchen Sie das. Aber wollten wir da nicht was anderes nehmen jetzt irgendwie? Okay, Sie haben Visa-Karte, ja? Sie haben mir gesagt, ja? Unter ja. Wohnadresse steht Zahlungsarten, richtig? Kreditkarte da und Sie sollen, ja? Hier gibt es, wählen Sie die Zahlungsmethode, ja? Und Sie sollen Kreditkarte, Debitkarte auswählen. Ja. Okay, haben Sie das ausgewählt? Ja. Okay, dann was sehen Sie danach? Was kommt dann? Jetzt lädt die Seite. Ja, nein, bitte? Die Seite lädt. Die braucht ein bisschen. Bitte schon? Die Seite braucht ein bisschen, die lädt. Okay, haben Sie schon Kreditkarte, Debitkarte ausgewählt? Ja, und dann kommt, ja, Sie sollen die Ziffern von Ihrer Visa-Karte, letzte 4 Ziffern schreiben. Sehen Sie Karte Last 4 Digits? Ah ja, genau, da steht es, ja. Ja, und Sie sollen, ja, 4 Ziffern, ja, machen Sie bitte ganz langsam und aufmerksam, okay? Sie sollen diese letzte Ziffer, ja, von Ihrem Kreditkarte, ja, auf Ihrem Kreditkarte steht vollständige Nummer, ja? Ja. Und Sie sollen letzte 4 Ziffern schreiben, ja? Ja. Sie haben mir diktiert, ja, dass Ihre letzte 4 Ziffern ist 3244, richtig? Und schreiben Sie das. Ja. Haben Sie das schon geschrieben? Ja.
Ja, dann drücken Sie bitte jetzt einzahlen und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Jetzt ist hier so ein komisches kleines Fenster. Okay, kleines Fenster. Bezahlen Sie mit Kreditkarte, ja? Ja, können wir machen, ja. Dann soll ich die wieder nehmen? Okay, okay. Sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Sagen Sie mir bitte. Lesen Sie bitte das vor. Lesen Sie bitte vor. Na, hier steht, bezahlen Sie mit Kreditkarte. Ja, perfekt. Und schreiben Sie bitte vollständiger Name, ja? Wie steht auf Ihrem Visakarte? Ihre Name und Nachname, okay? Mhm. Ja, schreiben Sie bitte das. Die ganze Nummer, ja? Den ganzen Namen denn da jetzt? Und dann? Ja, sechsstellige Nummer, richtig? Habe ich gemacht, ja. Okay, dann kommt Ablaufsdatum, ja? Ablaufsdatum auf Ihrem Kreditkarte steht 05-2023, richtig? Und schreiben Sie bitte das Ablaufsdatum. 05 und dann 23. Ja. Und dann kommt letzte Ziffer, ja? Auf der Rückseite steht CVV, ja? Jetzt und ist das, da was Sie kaputt. Das... Bitte? Da steht Zahlung fehlgeschlagen. Ihre Transaktion ist fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut. Zahlung fehlgeschlagen. Also da steht okay, ganz oft Zahlung fehlgeschlagen. Mit dieser Visakarte bezahlen Sie, ja? Oder kaufen Sie etwas, ja? Ja? Haben Sie alles richtig ausgefüllt? Ich denke mal, ja. Okay. Schimmeldonner, in Ihrem Computer benutzen Sie AnyDesk-Applikation? So, und dann geht's wieder los mit AnyDesk. Ja, hierzu muss ich euch immer wieder warnen. Benutzt kein AnyDesk, benutzt kein TeamViewer, benutzt kein VNC und auch kein Remote Desktop, wenn ihr euch mit komischen Leuten verbinden sollt. Mit euren Verwandten, Familien, Bekannten, dort kann man es tun, wenn ihr selber Hilfe braucht oder Hilfe für jemanden anbietet und eben dann aus der Ferne auf den Computer drauf zugreift. Das Ganze funktioniert auch vom Handy aus. Das heißt, rufen euch eure Eltern oder irgendwelche Freunde an, die irgendwie Hilfe an ihrem Computer brauchen und ihr seid gerade unterwegs, dann funktioniert das direkt auch vom Handy, dass ihr von eurem Handy den Computerbildschirm des anderen seht. Ja, aber die möchten hier nicht, also erstmal möchte sie hier sicherstellen, damit sie hier ja, das zustande kriegt, so wie sie das haben will und damit sie sich auch sicher ist, dass ich überhaupt was mache. So können die natürlich grundsätzlich ja, sich selbst vor Betrug schützen. Aber naja, man kann eben auch Daten abgreifen und von daher ist das ziemlich gefährlich. Man kann sogar euren Bildschirm ausschalten und vieles, vieles mehr. Von daher Finger weg von Remote Desktop Software. Was ist das? Das ist Verbindungsprogramm, ja, damit ich kann kontrollieren, wenn Sie alles richtig ausfüllen, ja? Ja. In Google Chrome schreiben Sie bitte A wie Anton. Moment, dann muss ich mal Google aufmachen. Okay. Okay, benutzen Sie Online-Banking, Herr Schimmeldonner, benutzen Sie Online-Banking, Schimmeldonner? Nee, das muss ich dann bei der Bank überweisen. Okay, okay, können Sie, bei der Bank überweisen? Ja. Okay, in diesem Fall, okay. Okay, probieren wir noch einmal diese Transaktion mit Ihrer Masterkarte, dann werde ich Ihnen... Was denn? Dann werde ich Ihnen Bankdaten schicken, okay? Na, ich dachte... Ob es nicht funktioniert. Ich dachte, ich soll jetzt erstmal auf Google gehen. Okay, machen. Ja, was soll ich da eingeben? Okay, da schreiben Sie bitte A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. I wie Y. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Ja, habe ich auch. Hm. Ja, und offline, bitte, drücken Sie bitte das und sehen Sie vielleicht AnyDesk-Applikation, ja, und herunterladen diese Applikation. Moment, jetzt bin ich ja hier bei den Google-Suchergebnissen. Ja, suchen Sie bitte in Google. Ja, wo soll ich da genau hindrücken? Und, okay, und drücken Sie bitte AnyDesk, ja? Auf die Webseite AnyDesk. Ja, genau, und herunterladen diese Applikation. Warten Sie, dann gehe ich da erstmal auf die Webseite. Okay. Herunterladen das, okay? So, hier steht Download, da soll ich drauf drücken. Ja, ja, genau. Ja, bitte. Mhm.
So, das lädt jetzt erstmal runter. Haben Sie das heruntergeladen? Das lädt noch. Okay. Ich habe jetzt eine Nachricht bekommen von meinem Provider. Da steht, dass mein Datenvolumen von meinem Surfstick alle ist. Okay. Okay, haben Sie schon heruntergeladen? Ja, es braucht ein bisschen, weil das Datenvolumen ja alle ist. Das ist ganz langsam jetzt nur noch das Internet. Okay. Ah, okay, alles klar. So, das ist jetzt runtergeladen. Jetzt muss ich das installieren, ja? Ja, natürlich. So, jetzt lädt das hier erstmal. Moment. Ja? Können Sie an Ihrem Telefon sehen, wie lange wir schon telefonieren? Ich habe leider kein Display. Fast 2 Stunden vielleicht. Ach Gott. Ja, ist schon dunkel draußen. Als Sie angerufen haben, war das draußen noch hell. Okay, Herr Schimmel-Donner, probieren Sie bitte noch einmal, ob es nicht funktioniert. Ich werde die Bankdaten schicken und damit können Sie Transaktion investieren, ja? Ja. Okay. Ja, also hier hört sich das wieder an, als wäre da jetzt mittlerweile schon jemand im Hintergrund, der mit ihr ein paar Takte spricht. Also ich vermute das Ganze nur, weil das ist jetzt schon mehrmals ist mir jetzt schon aufgefallen, dass sie hier ganz leise okay sagt. Ich vermute wirklich, dass da jetzt schon der Chef gerade drängelt. So, jetzt ist das, glaube ich, installiert. Hallo? Was brauchen Sie denn jetzt? Okay, haben Sie schon das installiert? Ja. Ja, öffnen Sie bitte Anydesk-Applikation. Ja, warten Sie, da muss ich... Ja, und oben steht neunstellige Nummer, ja? Und diktieren Sie mir bitte diese Nummer. Ja. Warten Sie, das lädt erstmal. Nicht so schnell, der Rechner. Okay. Kein Problem. So. Ja, also hier steht aber nicht Zahlen, bei mir stehen hier Buchstaben. Bei Ihnen steht Buchstaben? Ja. Übrigens, spammt mal so ein bisschen die Kommentare voll, was ihr so von diesem netten Gespräch haltet. Und vor allem, was denkt ihr? Was kommen denn jetzt wohl für Buchstaben statt Zahlen? Jetzt wird's wieder lustig. Aber ich kann euch verraten, die Lustigkeit, die hält eine Weile an. Denn, naja, ihr wisst ja, so helle sind sie da nicht in dem Callcenter. Nein, es muss Ziffer sein. Ihr Adress und Nebelstedt, neunstelliger Nummer. Ja, aber da sind Buchstaben drin. Waren sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buchstaben. Okay, 9 Buchstaben steht ja. Bei Ihnen? Ja. Das ist Anydesk? Ja, steht da. Okay. Und keine Ziffer? Nee, da sind 9 Buchstaben drin. Es ist unmöglich, ja? No, aber ich habe doch das Programm jetzt runtergeladen, was Sie gesagt haben. Und haben da sind Sie Anydesk, okay. Sichern Sie bitte diese Nummer. Diesen Buchstabencode soll ich Ihnen geben, ja? Ja. Sichern Sie bitte diese Buchstaben. Ja. Ein R steht da. R wie Rudolf? Ja. Haben Sie? Ja. Dann ein E. M wie Emil? Ja. Dann kommt ein G. G wie Gustav? Ja. Dann wieder ein E. E wie Emil? Dann kommt ein U. U wie Ulrich? Ja. Ein R. F Rudolf? Ja. Ein T. Terry Theodor? Ja. Ein E. E wie Emil? Ja. Und ein B. Okay. Lesen Sie das mal rückwärts vor. Nein. Warum nicht? Es funktioniert nicht. Tja, rückwärts vorlesen möchte sie es gerne nicht und naja, sie hat es wahrscheinlich auch nicht begriffen, was da für ein Wort jetzt bei ihr im Programm drin steht. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Tante, die lässt sich noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise gleich braucht sie ein bisschen Hilfe.
Lesen Sie sollen vielleicht Ziffer. Ja? Warten Sie mal, ich gucke nochmal. Nee, hier steht bei mir, dieses Programm kann leider keine Verbindung zu Betrügern aufbauen. Okay, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Sie haben geöffnet, ja? Ja. Und oben steht neustellige Nummer. Ja. Und Sie sollen diese neustellige Nummer diktieren. Na, das ist das, was ich da drin hatte. Hallo? Okay, Hallo? Okay, Herr Schimmeldonner, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Haben Sie eine des Applikationen heruntergeladen? A wie Anton, N wie Nordpol, Y, David Ora? Ja, ja, genau. Das ist dann so ein orangefarbenes Programm. Orangefarbe, yes, orange. Das ist rote Farbe. Ja, gut, das kann auch rot sein. Ich habe so ein bisschen Farbschwäche. Ich würde so sagen Aprikot vielleicht. So eine Mischung aus beidem. Okay, ich werde Sie per E-Mail schreiben, diese. Was denn? Okay, ich werde Sie mit meiner Kollegin herleiten, ja? Und diese Person werde Sie alles gut erklären. Ja. Ja, also nach fast 2 Stunden ist der Tante aufgefallen, sie kommt jetzt mit mir nicht weiter. Also leitet sie mich noch an einen Kollegen weiter. Naja, dann schauen wir mal, wie es mit dem Herrn netten Kollegen weitergeht und ob der ein bisschen begriffsschlauer ist als sie und merkt, was in dem Feld drin steht. Ja, und das ist unsere Finanzabteilung, ja? Okay. Okay. Hallo, guten Tag. Ja. Johann Kapell ist am Apparat. Okay. Verhe mit Herr Schimmeldonner. Schimmeldöner, ja. Okay, Herr Schimmeldonner. Döner. Wie ich sehe, Sie haben Probleme mit Applikation AnyDesk. Richtig? Ja, die Tante sagt da sind Zeilen drin, aber bei mir stehen da Buchstaben drin. Okay, ich kann Ihnen Bescheid sagen. Also das sind unbedingt Zahlen. Also AnyDesk ist eine Applikation, welche hat nur Zahlen, also kein Buchstaben. Kann sein, wir haben irgendwas falsch gemacht, aber wir werden das zusammen nochmal alles richtig machen, okay? Sagen Sie bitte mir am Anfang, Sie machen das mit Handy oder mit Laptop oder mit Computer? Ich mach das mit dem Computer. Mit Computer, das ist normal PC, ja? Mhm. Das ist von Apple oder das normale Microsoft? Keine Ahnung. Wo ist denn da also, der Unterschied? Das ist von iPhone. Nee. Okay, dann sagen Sie bitte mir, welche Internetbrowser haben Sie geöffnet? Ist das Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera? Den Internet Explorer habe ich da auch. Internet Explorer haben Sie, sehr gut. Wenn Sie öffnen Ihre Internetbrowser, Internet Explorer, Sie brauchen ganz neue Passen, ganz neue Fenster öffnen, okay, am Anfang. Ja. Öffnen Sie ganz neue Fenster. Gut. Und ganz oben, wo normalerweise Linkadresse steht, ganz oben, schreiben Sie da anydesk.com und ich buchstabiere genau so, wie Sie das müssen schreiben. Ja. Es klingelt so. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. D wie Dora. Ja. E wie Emil. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. .com. Ja, das auf der Seite war ich vorhin auch. Genau, Sie haben das vorher diese Seite geöffnet. Jetzt gerade, Sie sehen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Sagen Sie bitte mir. Na, so eine aprikofarbene Seite, so rot-orange. Also mit weißem Hintergrund, aber das Logo. Genau, das ist mit weißem Hintergrund, aber also steht das alles mit roter Farbe, ja? Access Now zum Beispiel, Download Now, steht das auch mit roter Farbe, stimmt? Ja, also Download, nicht Now. Download, klicken Sie Download nochmal. Klicken Sie. Ja, dauert aber jetzt ein bisschen, weil das Datenvolumen ist vorhin alle gegangen. Okay, also wir haben genug Zeit, das kein Problem ist.
Oh Mann, also der meint das jetzt hier wirklich ernst? Wir haben doch Zeit? Also, ich meine, wir telefonieren jetzt hier seit 2 Stunden und er meint, wir haben doch Zeit. Mal ganz davon abgesehen, dass kein seriöses Unternehmen der Welt so lange mit euch an der Leitung rumdiskutiert. Kein normaler, denkender Mensch würde so lange mit euch oder mit irgendeinem Callcenter, egal mit welchem Callcenter, so lange telefonieren. Da hätte man doch überhaupt gar keine Lust mehr. Wer, vor allem, wir hatten so viel Zeit. Oh Mann. Und der meint er wirklich ernsthaft, wir haben doch Zeit. Wenn Sie das herunterladen, Sie müssen das auch installieren, wissen Sie das, ja? Mhm. Hat das heruntergeladen? Das lädt noch. Okay. Wenn es ist fertig, sagen Sie mir. Ja. Okay, das ist viel zu einfach damit. So weit. Wissen Sie, wie müssen Sie das installieren? Ja. Wie installiert man normalerweise Applikationen? Genau. Habe ich auch schon mal gemacht. Jetzt meckert er hier, dass das Programm schon auf dem Rechner drauf ist, dass ich das überschreiben soll. Soll ich das überschreiben? Kann sein, wenn Sie haben das jetzt gerade erst mal heruntergeladen und wenn Sie haben das geöffnet, Sie müssen das zustimmen irgendwas, Sie müssen irgendwas akzeptieren. Wenn Sie sehen da irgendwelche Anfrage da, ja, stimmen Sie zu. Ganz einfach. Ja. Okay? Hab ich, ja. Haben Sie. Genau. Sehen Sie jetzt gerade Your Address? Ja. Sehen Sie, das ist Zahlen. Hat er jetzt installiert das? Also, wenn Sie haben das installiert, haben Sie diese AnyDesk-Applikation geöffnet, stimmt? Ja. Okay, und was sehen Sie jetzt gerade auf Ihrem Bildschirm? Das ist wichtig. Na, jetzt installiert es so, jetzt sind da so Balken. Sind da beiden? Balken. Balken? Das lädt jetzt. Ach so, okay. Warum dauert so lange Zeit? Haben Sie schlechte Internetzugriff? Na, das Datenvolumen ist alle. Ah, okay. Also normalerweise, das dauert nur ein paar Sekunden. Genau, diese Applikation ist sehr kleine. Ja? Ein paar Megabyte. Genau deswegen, also, das muss nicht so lange Zeit dauern. Na Mensch, da kennt er sich aber mit deutschen Internetverträgen mal so richtig gar nicht aus. Denn wer tatsächlich mit dem Surfstick surft, und das gibt es leider immer noch, dass manche Wohnungen echt gar kein Telekom-Kabel haben, die sind dann auf Surfstick angewiesen. Ja, und die Scheiße hat nur Datenvolumen. Finde ich eigentlich eine absolut dreiste Frechheit, aber sowas gibt es tatsächlich leider immer noch in unserem Land. Naja, und dann sind ein paar MB, können auch mal ein paar Stunden theoretisch dauern, ne? Wenn man dann bloß noch mit Kabels runterlädt. Das in unserem Internet von heute, wo alleine Webseiten riesengroß sind. So, jetzt ist es runtergeladen. Jetzt muss ich da wieder auf doppelt draufklicken, ja? Also, Sie müssen das öffnen. Wenn Sie haben das heruntergeladen, Sie müssen das öffnen und installieren. So, hier, dann drücke ich da nochmal. Jetzt steht da, dass das Programm schon installiert ist. Okay, dann auf Ihrem Desktop, ja? Arbeitstisch. Sehen Sie da Applikation AnyDesk. Das muss mit roter Farbe sein. Ja, genau. Also, Sie müssen also, was Sie geöffnet haben, das alles schließen und nur diese Applikation öffnen. AnyDesk. Ja? Ja, habe ich. Öffnen. Haben Sie das geöffnet? Sagen Sie bitte, was sehen Sie jetzt gerade? Jetzt ist da wieder das Programm. Genau das Programm. Also, sehen Sie da irgendwo Ihre Adresse? Eine was? Steht da irgendwo Your Address. Ja. Das ist oben Seite. Sehen Sie? Ja, soll ich die nochmal vorlesen? Da sind diese Zahlen oder Buchstaben? Da sind wieder Buchstaben drin. Da sind wieder Buchstaben. Okay. Also, diese Buchstaben sind mit roter Farbe? Da sind so ganz normale Buchstaben drin. Und sagen Sie mir, was steht da? Die Buchstaben soll ich vorlesen? Ja. Ja, warten Sie. Da ist als erstes ist ein B. B. Ja. Dann kommt ein E. E. Dann kommt ein T. E. Ein U wie Ulrich. Ja. Dann ein E. Ja. Dann ein G. Ja.
Ein E. Ja. Und ein R. Okay. Also, und Sie sehen da diese Buchstaben. Genau. Okay, also ähnliche Applikationen, unsere Firma benutzt schon lange Zeit, aber das hat immer Zahlen. Also wenn der da die Buchstaben eingibt, dann sieht der die Buchstaben auch in dem Feld. Und ja, ich habe es ausprobiert, man kann bei Anydesk auch Buchstaben reinschreiben, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht und technisch nicht funktioniert. Aber die Buchstaben stehen drin. Und wenn er jetzt einfach mal da in sein Feld guckt, dann steht da wohl das Wort Betrüger. Aber irgendwie ist er, weiß ich nicht, entweder versucht das wegzuspielen oder er merkt es wirklich nicht. Haben Sie diese Applikation irgendwann schon benutzt? Mm-mm, die habe ich vorhin das erste Mal gemacht. Okay, ich werde alles überprüfen von meiner Seite mit meiner technischen Abteilung und ich melde Ihnen nochmal, okay? Nee, ich dachte, wir machen das jetzt fertig. Wollen Sie das alles gleich fertig machen? Ja. Okay, sagen Sie bitte mir, wir haben Kommunikation mit E-Mail auch, ja? Ja. Okay, Sie können das ganz einfach Screenshots machen, also von Ihrer Anydesk-Applikation mir schicken. Ja, soll ich dann an eine andere E-Mail-Adresse schicken oder an die Frau von vorhin? Sie können auch da das schicken, was kein Problem ist. Ich bekomme das sofort. Ich warte auf Ihre Nachricht und ich werde Ihnen nochmal anrufen, okay? Warten Sie, ich habe Ihnen die schon geschickt, die E-Mail. Also per E-Mail, Sie müssen mir schicken, Applikation Anydesk. Das ganze Programm oder wie? Nein, nur erste Fenster, was Sie sehen. Und diese Buchstaben, was Sie mir jetzt gerade buchstabiert haben. Habe ich gemacht, ja. Haben Sie es gerade gemacht? Ja. Ist gesendet. Okay. Ich schreibe. Und. Warten Sie ganz kurz. Und das war's dann leider. Er hat ja tatsächlich jetzt eine E-Mail von mir bekommen, wo auch nochmal Betrüger drin stand. Mehr nicht. Naja, und das hat er dann zum Anlass genommen, einfach aufzulegen. Schade, schade, schade. 2 Stunden Mühe. Eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass er jetzt hier so richtig schön ausrastet. Ja, aber das Callcenter hat sich dann dazu entschieden, ruhig aufzulegen. Aber wir reden ja jetzt hier auch schließlich mit einer Art Chef. Also vermute ich mal, weil die Tante hat uns ja weitergegeben, wahrscheinlich damit die an einem anderen Rechner in der Zeit weiterarbeiten konnte. Und jetzt war er dran und kam auch nicht mit uns zu Potte. Und dann hat er, das mit dem Betrüger im Anydesk nicht kapiert und mit der E-Mail, da hat er dann wohl aufgelegt, als er das Wort Betrüger dort gelesen hat. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir haben 2 Stunden von diesem tollen, netten Callcenter verplempert. Ja, wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal. Abonniert gerne, vergesst das Däumchen nicht. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.